dass Sie heute Abend hier sind und sich für das Thema Energiewende interessieren. Wir möchten heute Abend einen großen Bogen spannen. Und zwar geht es sowohl um globale Themen, es geht um die Klimakrise, nenne ich sie immer. Ich nenne es nicht Klimawandel, für mich ist es eine Klimakrise. Und um die Energiewende. Wir möchten im Grunde genommen die ganze Sache aus mehreren Richtungen beleuchten. Dafür haben wir besondere Gäste eingeladen. Sie wissen natürlich, dass Herr Franz Alt heute hier ist, um sozusagen uns den großen Bogen zu spannen, das große Ganze aufzuzeigen. Und dann möchten wir aber das Ganze natürlich auch auf unsere Stadt beziehen, auf den Ort, wo wir wohnen. Und da haben wir jemanden eingeladen, der ganz konkret hier für die Stadt Wiesbaden das Klimaschutzkonzept, das Neue, was sozusagen jetzt so gut wie abgeschlossen ist, was demnächst fertiggestellt wird und vorgestellt wird, und auch entsprechende Klimaschutz- oder Anpassungsmaßnahmen, die in Zukunft hier gemacht werden, werden vorgestellt. Darüber hinaus haben wir eine Talkrunde. Talkrunde bedeutet, wir haben Gäste eingeladen zu einem ganz speziellen Thema, was die Stadt Wiesbaden und uns alle, glaube ich, im Moment ganz besonders beschäftigt. Das ist die Windkraft. Das werden Sie auch nicht zum ersten Mal heute gehört haben. Und da haben wir eine kleine Talkrunde, moderiert von dem Franz Alt. Das ist sozusagen der zweite Teil der Veranstaltung. Ja, beginnen wir also zunächst mit Franz Alt. Über Franz Alt brauche ich wahrscheinlich viel von Ihnen nicht viel erzählen. Er ist bekannt als Journalist und als Buchautor. Meiner Meinung nach ist er einer der wichtigsten Botschaften und Botschafter und Protagonisten der Energiewende. Wer ihn in diesem Zusammenhang nicht kennt, unter dem Thema Energiewende, der wird ihn bestimmt aus dem Fernsehen kennen. Er war 35 Jahre beim SWR und moderierte 20 Jahre lang das Politmagazin Report. 11 Jahre war er Leiter der Zukunftsredaktion. Also er hat sich schon sehr lange und intensiv mit Zukunftsthemen beschäftigt. Seine Bücher wurden in 12 Sprachen übersetzt und erreichten eine Auflage von über 2 Millionen Exemplaren. Außerdem ist er vielfach ausgezeichnet worden. Ich möchte das gar nicht alles aufzählen. Dazu gehört zum Beispiel der Adolf-Grimme-Preis, die Goldene Kamera, der Deutsche Solarpreis, der Europäische Solarpreis, Umwelt Online Award, ein Menschenrechtspreis und der Umweltpreis der deutschen Wirtschaft. Jetzt höre ich auf. Also, ja, also lassen Sie uns Herrn Alt ganz herzlich willkommen heißen. Herr Alt, bitte. Sehr verehrte Damen und Herren, ich will zunächst ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Wenn es jetzt in 37 Minuten beginnt die Tagesschau, bei uns in der ARD, wenn es da eine ökologisch realistische Tagesschau gäbe, Sie wissen, das gibt es nicht, aber wenn es das ausnahmsweise gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen für diesen heutigen Tag? Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder an diesem einen schönen Novembertag, weltweit 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine neue Spezies zu schaffen. Wir rotten heute, nicht zuletzt durch den Klimawandel, pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Zweite Meldung. Wir sind die erste Generation, die den lieben Gott gnadenlos ins Handwerk pfuscht. Wir spielen Evolution rückwärts. Zweite Meldung, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes, im Wesentlichen durch unsere falsche Energiepolitik. Drittens, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren durch Erosion, Winderosion, Wassererosion. Aber sind zugleich 250.000 Menschen mehr geworden. Täglich mehr Menschen, täglich weniger fruchtbare Böden. Das sind die Ursachen für die Kriege des 21. Jahrhunderts. Es sind Ressourcenkriege überwiegend. Kriege um Öl führen wir bereits. Meine Damen und Herren, der Irakkrieg war ein Krieg um Öl. Wenn im Irak nur Bananen wachsen würden, wäre dort kein einziger amerikanischer Soldat.
Die nächsten Kriege werden Kriege um Wasser sein. Ich bin oft in Asien zu Vorträgen, in China, Indien, Japan, Bangladesch. Meine Damen und Herren, dort ist die Wassersituation eine völlig andere als bei uns. Zum Beispiel, wenn Sie zwischen Peking und der Großen Mauer unterwegs sind, im Norden Chinas, dann sind Sie in einer Region, wo 350 Millionen Menschen mit Wasserknappheit, die wir uns gar nicht vorstellen können, kämpfen. Bürgermeister dort sagen mir, pro Jahr sinkt der Grundwasserspiegel in Nordchina um bis zu 10 Meter. Die Chinesen überlegen jetzt sogar, ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte, die in Europa so gut wie niemand kennt und viele glauben sie auch gar nicht, aber ich habe mir die vor Ort erzählen lassen, noch zeigen lassen, die Situation, wegen der möglichen Wasserkatastrophe im Norden Chinas nochmal 350 Millionen Menschen werden betroffen sein. Überlegen die Chinesen oder chinesische Wissenschaftler jetzt und auch Militärs, ob es möglich sei, mit Hilfe von Atombomben, die Rede ist von 200 Atombomben, der Wucht von Hiroshima, Teile des Himalaya wegzusprengen, um die großen Flüsse, die vom Himalaya nach Süden, Südasien fließen, also Ganges, Brahmaputra, umzuleiten nach Nordchina. Beide Mächte, die Inder werden aber nicht zuschauen, wenn er das Wasser abgräbt. Auch dort leben über 1 Milliarde Menschen. Beide Großmächte in Asien, China und Indien, haben Atombomben. Also bitte alle, die den Klimawandel heute noch nicht ernst nehmen, müssen überlegen, was die Folgen des Klimawandels sein werden. Ich habe nur von ein paar Dingen gesprochen, die wir heute schon wissen und die auf jeder Klimaschutzkonferenz allgemein anerkannt sind. Es geht einfach um Fakten. Als Journalist bin ich an Fakten interessiert. Meine Damen und Herren, warum zeige ich Ihnen dieses Bild vor dem Hintergrund dieser Nachrichten, die ich Ihnen jetzt gesagt habe als erstes, die Sonne und die Erde? Es gibt da Wissenschaftler, die sagen, also wenn wir diesen Planeten nicht mehr retten können, vielleicht wegen eines Atomkriegs, ist ja nicht auszuschließen, oder durch den Klimawandel, ist auch nicht auszuschließen, dann müssen wir halt auswandern. Das sei die Lösung, auswandern. Meine schlichte Gegenfrage heißt immer, wohin denn? Haben Sie einen Vorschlag? Es gibt Wissenschaftler, die empfehlen uns, auf den Mars, deshalb machen wir ja Marsforschung, sagen wir, auszuwandern. Hätten wir viel mehr Platz. Das mit dem Platz stimmt. Nur wir haben auf dem Mars eine Temperatur von minus 170 Grad. Viel Spaß, Menschheit. Bei minus 170 Grad. Andere sagen, dann gehen wir halt auf die Venus, da ist es warm. Richtig, plus 400 Grad. Meine Damen und Herren, wir haben in dem Sonnensystem, in dem wir leben, keine zweite Erde. Das muss uns klar sein. Es gibt keine zweite Erde für die Menschheit. Wir haben nur diesen einen Planeten. Und warum können wir hier leben und nicht anderswo? Weil dieser Planet Erde der einzige ist im gesamten Sonnensystem, der den exakt richtigen Abstand zur Sonne hat. 150 Millionen Kilometer. Wenn diese wunderschöne blaue Erde nur wenige Millionen Kilometer näher an der Sonne wäre, vielleicht so wie die Venus, könnten wir hier nicht leben, es wäre viel zu heiß. Wenn dieser wunderbare blaue Planet weiter weg wäre von der Sonne, könnten wir nicht leben, es wäre viel zu kalt. Das Geheimnis unserer Existenz auf dieser Erde ist die exakt richtige Entfernung zwischen diesen beiden Planeten. Und eine zweite Erde haben wir nicht. Jetzt haben ja die Astrophysiker vor kurzem einen Planeten entdeckt mit erdähnlicher Temperatur. Nicht das ist das unsere Erde, der schwarze Punkt, neben dem Teil. Etwa 10.000 Mal größer, die Sonne. Und die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Es gibt von Natur aus kein Energieproblem. Wenn wir trotzdem ein Energieproblem haben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir etwas grundsätzlich falsch machen. Was machen wir denn falsch? Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in 1 Million Tagen angesammelt hat. 1 zu 1 Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie werden uns verfluchen, wenn wir das nicht so rasch wie möglich ändern. Und das können wir. Neben der Sonne. Meine Damen und Herren, der beste
Beweis, den haben wir in Deutschland erbracht, in den letzten 14 Jahren. Seit dem Erneuerbaren Energiegesetz, das heißt, seit es einen ökonomischen Anreiz gibt, Strom anders zu erzeugen als bisher, haben wir 28% Ökostrom. In wenigen Jahren. Kann keiner sagen, das geht nicht. Ich zeige Ihnen nachher Beispiele aus der ganzen Welt, die deutlich machen, dass es geht und wie es geht. Und zwar überall auf der ganzen Welt. Jetzt kommen ja Wissenschaftler und sagen uns, also, wenn dieser Planet kaputt ist, auswandern und wenn natürlich nicht in unserem Sonnensystem, das kann man ja nicht widerlegen, wenn hier keine zweite Erde ist, aber vielleicht in einem anderen Sonnensystem. Wir haben ja Milliarden von Sonnensystemen. Und in der Tat, die Astrophysiker haben vor kurzem einen Planeten entdeckt, in einem anderen Sonnensystem mit erdähnlicher Temperatur. Zum ersten Mal. Bild-Zeitung, Schlagzeile, eine halbe Seite, wir haben eine zweite Erde. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, haben die Kollegen auch mal überlegt, wie lange wir bräuchten, um dorthin zu kommen. Auf Seite 8 habe ich dann gelesen, ganz klein, wir bräuchten etwa 14 Millionen Jahre. Menschheit, gute Reise. Wie wäre es denn, meine Damen und Herren, wenn wir endlich lernen würden, auf dieser Erde uns anständig zu benehmen. Anständig heißt, so Energie zu erzeugen, so zu wirtschaften, so zu leben, so zu arbeiten, dass auch Kinder und Enkel und deren Kinder und Enkel ein gutes Leben haben. Meine Damen und Herren, das größte Problem, vor dem wir stehen, ist eben der Klimawandel. Die Bundeskanzlerin sagt zu Recht, es ist die Überlebensfrage der Menschheit. Und seit gestern, wenn Sie die Zeitungen gelesen haben, seit gestern haben die Hauptbremser, die diese Faktum, dass der Klimawandel das größte Problem unserer Zeit ist, nicht wahrhaben wollen, eingesehen, dass sie etwas tun müssen, die Chinesen und die Amis. Seit gestern wissen wir, auch die machen sich jetzt auf dem Weg weg von den Bremsern hin zu denen, die den Klimawandel ernst nehmen. Das ist eine neue Situation. Wir haben 20 Weltklimakonferenzen gehabt. Und die Amis und die Chinesen haben alles blockiert, was beim Klimaschutz einen gewissen Fortschritt gegeben hätte. Die gestrige Erklärung aus Peking, meine Damen und Herren, ist noch nicht der Durchbruch. Also als Journalist bin ich Realist und weiß, wie ich das zu beurteilen habe. Nur, es ist ja eine völlig neue Situation. Bisher haben sie das alles bestritten. Jetzt in der Tat gibt es keine Argumente mehr, um für den Klimaschutz aktiv zu werden. Meine Damen und Herren, das ist die Überlebenskurve. Das ist das, was die Wissenschaftler für diese Kurve hat der Weltklimarat, bitte 2.500 Wissenschaftler, den Friedensnobelpreis bekommen. Ich kenne keine Institution wissenschaftlicher Art, die über dem Friedensnobelpreis wäre. Die Klimaskeptiker haben an einem Punkt völlig recht. Klimawandel gab es schon immer. Klimawandel ist überhaupt nichts Neues. Nur das Ausmaß des globalen Klimawandels, den wir heute feststellen, den hatten wir noch nie. Schauen Sie mal diese Kurven an. Das kann man über 450.000 Jahre zurückrechnen. So hat sich das Klima immer verändert. Wie gesagt, Veränderungen ja, aber jetzt haben wir plötzlich diesen Klimawandel. Eine Kurve wie nie zuvor in den letzten 450.000 Jahren. Und das kann man auch noch im Detail näher erklären. Das sind die letzten 100 Jahre, also seit 1900, 2000 und dann darüber hinaus. Die rote Kurve, das ist der CO2-Ausstoß. CO2 ist das Haupttreibhausgas. Und CO2 entsteht immer, wenn ich Kohle, Gas und Öl verbrenne. Bei jedem Fall, auch bei Bioenergie, auch bei Biogas, entsteht CO2. Der Unterschied ist nur bei Bioenergie, wird das wieder aus der Luft geholt. Beim Nachwachsen einer Pflanze, beim Nachwachsen eines Baums, holt die Pflanze und der Baum genauso viel CO2, könnten gar nicht wachsen ohne CO2. Genauso viel CO2 aus der Luft, wie beim Verbrennen, beim Verstromen, beim Vergasen freigesetzt wird. Das heißt, wir haben hier einen geschlossenen CO2-Kreislauf. Das haben wir bei Kohle, bei Öl, bei Gas nicht. Denn wenn ich dort verbrenne, Kohle, Gas und Öl wächst nicht nach oder nur in Millionen Jahren. Ein Baum wächst im nächsten Jahr wieder nach. Eine Pflanze wächst im nächsten Jahr wieder nach. Also, sorry. Wir haben heute etwa ein Drittel mehr CO2 als vor 100 Jahren. Das ist die rote Kurve in der Luft.
weil eben viel zu rasch viel zu viel Kohle, Gas und Öl verbrannt. Und jetzt schauen Sie mal die blaue Kurve, das ist das Klima. Parallel zur roten Kurve geht die blaue Kurve nach oben. Das heißt, je mehr CO2, desto höher das Klima. Das ist der wissenschaftliche Beweis für das, was wir Klimawandel nennen. Meine Damen und Herren, man kann diese Zusammenhänge auch bis zu 800 Jahren zurückverfolgen. Die obere Kurve, das ist die CO2-Konzentration. Sie sehen wieder, geht rauf und runter, aber da oben nicht, plötzlich die Punkte, die nach oben gehen, das hatten wir früher nicht. Und genauso da unten, die rote Kurve, das ist die antarktische Temperatur. Wenn die blaue Kurve nach oben geht, geht die rote Kurve nach oben. Über 800.000 Jahre. Das ist wissenschaftlich unstrittig, was Sie hier sehen. Und wenn die blaue Kurve nach unten geht, geht die rote Kurve nach unten. Die Parallelität dieser Kurven. Warum die Parallelität dieser Kurven, wenn es keinen Klimawandel gäbe? Wenn wir alles verbrennen, was heute noch im Boden ist, das sagt diese Kurve des Weltklimarats, dann müssen wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit einer globalen Erwärmung von bis zu 8 Grad rechnen. Ich möchte dann nicht mein Enkel sein und auf dieser Erde leben müssen. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr die Erde, die wir kennen. Das ist ein völlig anderer Planet. 8 Grad. Nehmen Sie mal das Jahr 2003, da hatten wir den berühmten Hitzesommer. 60.000 Hitzetote in Westeuropa. 2003 hatten wir bei uns in Karlsruhe eine Temperatur von 43 Grad. Nehmen Sie 8 Grad dazu. 51. Überlegen Sie mal, was das bedeutet für uns. Wir hatten bei 43 Grad schon 60.000 Hitzetote. In Europa, nicht in Afrika. Hier bei uns, direkt vor Ort. Allein in Frankreich 18.000 Hitzetote. Bei uns in Baden-Württemberg 1.500 Hitzetote. Also, da kommen Dinge auf uns zu, die wir uns heute nicht vorstellen können. Weil man den Klimawandel nicht sieht, denken viele, das gibt's doch gar nicht. Meine Damen und Herren, wo kann man den Klimawandel am deutlichsten erkennen? Mit bloßem Auge muss man kein Wissenschaftler sein, am Nordpol und am Südpol, wo das Eis schmilzt. Deshalb, ich bin als Fernsehjournalist ja kein Klimaforscher. Aber deshalb habe ich dann zum Recherchieren, war ich 4 Mal in den letzten 6 Jahren am Nordpol und am Südpol. Um mir das vor Ort von Wissenschaftlern erklären zu lassen. Die Wissenschaftler sagen mir, das Schmelzen des Eises ist, also die Risse im Eis, die Sie hier sehen, ist die Vorbote der Eisschmelze. Man kann das, ich war hier schätzt gerade eine Lawine, ständig, am Südpol und am Nordpol, ständig bricht das Eis ab und die Lawinen fallen ins Meer. Das heißt Anstieg des Meeresspiegels. Das Potsdam-Institut hat gerade festgestellt, die Klimaforscher dort, wir müssen mit einem Anstieg noch in diesem Jahrhundert von 3 Metern rechnen, weltweit, Meeresspiegel. Nehmen Sie mal, jetzt können Sie sagen, ja, wir in Wiesbaden sind da weit weg von Ostsee und Nordsee, und uns trifft das nicht. Die Hamburger und die Bremer sehen das anders und die in Wilhelmshaven. Ich bin oft in Bangladesch. Meine Damen und Herren, Bangladesch ist ein Land von der Größe Bayerns, da leben 164 Millionen Menschen. Das Land liegt im Schnitt 2 Meter über dem Meeresspiegel. Keine Chance im 22. Jahrhundert. 164 Millionen Menschen. Warum kommen Nacht für Nacht so viele Flüchtlinge nach Europa, von Afrika, übers Mittelmeer? Klaus Töpfer sagt, es sind weitgehend Klimaflüchtlinge und er hat viele Jahre in Afrika gelebt. Der frühere deutsche Umweltminister. In Afrika sind zurzeit 18 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs. Ja, was wollen die denn hin? Hier sitzen die Verursacher. Das sind doch nicht die Afrikaner, die den Klimawandel verursachen. Die brauchen im Schnitt 1/40 der Energie gegenüber einem Deutschen. Hier fahren die Zentralautos, hier sind die Ölheizungen, hier wird die Geburtstagswärme organisiert. Wir sind die Verursacher, nicht die Afrikaner. Und dann wundern wir uns, dass sie zu uns kommen. Nochmal, wo sollen sie denn hin? Die können nur nach Europa. Oder die Bangladeschi. Die fliehen zurzeit schon nach Indien. Kein Mensch in Europa weiß, um Bangladesch herum hat Indien eine Mauer 4000 Kilometer lang gebaut, um die Klimaflüchtlinge aus Bangladesch aufzuhalten. Bereits 1000 Tote, die dort erschossen worden sind. Alles Klimaflüchtlinge. Und der Prozess ist erst am Anfang, weil wir erst am Beginn des Klimawandels sind. Und den können Sie auch nicht von heute auf morgen abbremsen. Meine Damen und Herren, alles, was wir heute hochschieben, was jedes deutsche 10-Liter-Auto, bitte, also, wir alle sind betroffen, was jedes deutsche 10-Liter-Auto heute an CO2 produziert, hat Auswirkungen auf die nächsten 100 Jahre. Es geht nicht, dass wir morgen einen Schalter umdrehen. Aber je länger wir warten damit,
umso länger haben künftige Generationen damit ein Riesenproblem, das Überlebensproblem. Wie gesagt, ständig stürzt das Eis ab. 97% allen Trinkwassers auf unserer Erde sind am Südpol und am Nordpol, Arktis und Antarktis gespeichert. Im ewigen, noch sogenannten ewigen Eis. Es ist nicht mehr ewig, es schmilzt schon. So wie Sie das hier sehen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, mit bloßem Auge kann man das erkennen. Man muss nur die Augen aufmachen. Klimaskeptikern empfehle ich einfach, geht doch mal hin und schaut euch das an. Dann braucht ihr nicht mehr an irgendwelche Theorien glauben, sondern an die Wissenschaft. Man kann das sehen heute. Das ist ein Wasserfall, den gab es doch gar nicht vor 10 Jahren. Überall entstehen neue Wasserfälle. Das ist der größte Fjord in Nordgrönland, in Ilulissat-Fjord. Meine Damen und Herren, vor 4 Wochen war ich noch hier. Die Wissenschaftler sagen uns, 1850 ging das Eis bis hierhin. Und dann begann eben mit der Industrialisierung vor 150 Jahren das Eis sich zurückzuziehen. 1850, 1902, 1942, 2003, 2006. So dramatisch schnell zieht sich das Eis zurück. Wir sind dabei, aus dieser Erde ein Treibhaus zu machen. Aber fürs Treibhaus sind wir Menschen nicht geschaffen. Was ist die Alternative? Wie können wir vielleicht noch das Schlimmste verhindern? Bitte seriöserweise kann man was anderes nicht sagen oder fragen. Wie können wir vielleicht noch das Schlimmste verhindern? Das ist die Frage aller Fragen. Die Europäische Kommission in Brüssel hat mir schon in den 90ern für meine Fernsehsendung dieses Energieverbrauchsszenario zur Verfügung gestellt. Das zeigt die Energieverbräuche in Europa 1990, schon mal 3% erneuerbare Energie. 97% Erdgas, Atom, Erdöl, Kohle. Bis 2000 hat sich wenig geändert, aber jetzt plötzlich haben wir einen signifikanten Anstieg der Erneuerbaren und erstmals einen Rückgang der alten Energieverbräuche. Eine gute Entwicklung, das ist positiv. Über diesen Prozess, den wir jetzt erfolgreich begonnen haben, gerade in Deutschland mit dem EEG, einige Jahrzehnte durchhalten, dann könnten wir spätestens, wenn wir gut sind, auch früher, zur Mitte des Jahrhunderts den 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energie organisieren. Das sagt bereits die Politik vor 20 Jahren. Also es geht. Es reicht allerdings nicht, nur von alter auf erneuerbare Energie umzusteigen. Wir müssen genauso lernen, effizienter, sparsamer, intelligenter mit Energie umzugehen. Also die EU sagt, 60%, nicht, das ist der rechte Teil hier, 60% einsparen und den Rest zu 100% erneuerbar. Das ist die Vorstellung der EU schon seit 20 Jahren. Nehmen Sie mal die beiden Haushälfte. Ich zeige diese Bilder, um deutlich zu machen, wir alle sind das Problem. Die Frage ist, wie werden wir vom Problem zur Lösung? Wie werden wir Teil der Lösung? Wir alle haben Wohnungen oder Häuser. Wir alle sind mobil, also deshalb sind wir Teil des Problems. Schauen Sie mal diese beiden Haushälften. An rechts viel rot. Rot heißt, das Haus ist schlecht gedämmt. 90% unserer Häuser sind so schlecht gedämmt wie diese Gebäude. Altbau. Alles, was vor 2000 gebaut wurde, ist ein Altbau. Und im letzten Jahrhundert war Wärmedämmung, Energieeinsparung noch kein großes Thema mehr. Auch alles spottbillig. Hier sehen Sie auch viel gelb und grün. Das heißt, etwas besser gedämmt, aber noch nicht gut. Gut gedämmt ist blau, hier links. Die Fassade. Und deshalb braucht die linke Haushälfte 40% weniger Heizöl oder andere Energie als die rechte. Das Dach hier, nicht auch links, schlecht gedämmt. Türen, Fenster, schlecht. Aber immerhin, die Fassade, 40% Heizenergie eingespart. Schauen Sie mal, dies hier. Das Dach noch gut gedämmt. 60% Heizenergie eingespart. Das heißt, Energiewende kostet. Klar, ich muss am Anfang investieren. Nur, ich spare auch sehr viel Energie, wenn ich 60% weniger brauche. Oder so wie hier, wo alles gut gedämmt ist, 80% Heizenergie eingespart. Langfristig werden die Ölpreise wieder nach oben gehen, genauso mit den Benzinpreisen. Das geht zu Ende. Kohle, Gas, Öl geht und damit auch Benzin geht zu Ende. Alles Auslaufmodelle. Eine Frage von Jahrzehnten. Sonne scheint ewig. Wind weht immer. Biomasse wächst immer wieder nach.
Und wenn ich noch mein Haus besser oder meine Wohnung besser dämme, habe ich die große Chance, einen Großteil der heutigen Heizenergieverbräuche einzusparen. Das waren diese drei Bilder, die das deutlich machen. Und dann könnte die Energieversorgung am Ende in Europa, sagt die EU, mit diesem Szenario so aussehen. Vielleicht bitte, ein Szenario ist immer eine Möglichkeit. Da darf man sich nicht aufs Prozent hinterm Komma oder sowas einlassen. Aber man sieht, was möglich ist. Das wird erkennbar in einem Szenario. 40% der Energie könnte dann aus der Sonne kommen, sagt die EU. 30% vom Acker und vom Wald. 15% Windkraft, 10% Wasserkraft und 5% Erdöl. Das ist zur Beruhigung der alten Energiewirtschaft noch. Meine Damen und Herren, das wär's dann. Die 5% Öl kriegen wir auch noch weg. Übrigens, ich glaube, nach dem, was wir heute wissen, muss immer auf der Höhe der Zeit sein, nach dem, was wir heute wissen, ist der Biomasseanteil hier zu hoch. Wenn wir so viel Biomasse nutzen, kriegen wir mit Sicherheit einen Konflikt mit Lebensmittelproduktion. Die Windenergie allerdings ist viel zu gering. 15%, wir werden weit mehr Windenergie produzieren können. Ist so effizient geworden in den letzten 20 Jahren, dass wir heute mit einem Windrad 10-mal mehr Energie Strom erzeugen können, als wir das vor 25 Jahren konnten. Also die Technik schreitet immer weiter. Das ist der große Vorteil. Wind mehr, wahrscheinlich Bioenergie weniger. Übrigens, bei Bioenergie, ich weiß, Energiewendebündnis hier, es sind ja auch viele Ökos dabei und viele Umweltverbände. Meine Damen und Herren, das Argument, wir könnten überhaupt keine Bioenergie nutzen für die Energiewende, halte ich für grottenfalsch. Es wird immer gesagt, wir brauchen alle Fläche für Lebensmittel. Das wird gesagt in einer Zeit, in der die Deutschen die Hälfte ihrer Lebensmittel wegschmeißen. Wir brauchen die Bioenergie auch, sie ist begrenzt, genauso wie die Wasserkraft. Unbegrenzt ist fast unbegrenzt ist Sonne und Wind. Bioenergie ist sozusagen der Speicher, eine große Speichermöglichkeit. Wenn die Sonne nicht scheint oder Wind nicht weht, können wir Bioenergie einsetzen. Sie ist begrenzt, aber sie ist notwendig. Wir müssen intelligenter mit den Lebensmitteln, übrigens auch achtsam mit Lebensmitteln umgehen. Wir haben genug Möglichkeiten. Und wenn ich Bioenergie sage, meine ich in erster Linie Abfälle nutzen. Ich sage Ihnen mal ein positives Beispiel meiner Heimatstadt Baden-Baden. Wir haben vor 3 Jahren in Baden-Baden, Stadt mit 50.000 Einwohnern, das modernste Biomasseheizkraftwerk der Welt gebaut. Und wissen Sie, was wir da einsetzen? Das Gras vom Wegesrand. Und die Grünabfälle der Gärten und der Bäume Baden-Baden. Was eh anfällt. Haben wir bisher mit viel Energie entsorgen müssen und jetzt machen wir Energie draus. Mit Bioabfällen. In erster Linie Abfälle nutzen. Und das geht nicht nur in Baden-Baden, das geht natürlich überall, denn überall fallen Bioreste an. Schnell wachsende Hölzer, wie gesagt, Reststoffe, Sonnenblumen. Wir haben tausende Energiepflanzen. Wir werden auch einen Teil der Bioenergie aus Energiepflanzen gewinnen müssen. Und wie gesagt, die Fläche haben wir. Begrenzt, aber wir haben sie. Allerdings, wir müssen es auch hier intelligenter machen als bisher. Wenn ich in Deutschland sehe, Maisfelder, nicht? Maismonokulturen. Monokulturen, das wissen Sie als Umweltfreunde, Monokulturen sind nie eine Lösung. Monokulturen sind immer gegen die Natur. Wenn mich heute ein Bauer anruft und fragt, kannst du meine Biomasse, meine Biogasanlage einweihen, dann frage ich ihn immer zuerst, was setzt du ein? Wenn er sagt Mais, nur Mais, sage ich Dankeschön, such dir einen anderen Weg. Wenn mir einer sagt, ich setze 30% Mais ein und den Rest anderer Pflanzen, dann komme ich her. Das ist verbindbar. Maiswüsten sind nicht die Lösung. Und der Raps ist nicht besonders intelligent, weil halt wenig Masse hat. Schilfgras, die schnellst wachsende Pflanze der Welt, hat 15-mal mehr Biomasse als der Raps. Meine Damen und Herren, Energiewende heißt intelligent die Dinge organisieren und nicht einfach aus Loswirtschaft, nur weil die EU da einen Zuschuss gibt oder lange gegeben hat. Wir haben inzwischen 140 Bioenergieregionen, wir haben 800 Energiegenossenschaften in Deutschland, da leben insgesamt 40 Millionen Menschen. Und dort ist beschlossen, politisch beschlossen, vor Ort, von den regionalen, politischen Stellen, wir machen die Energiewende spätestens bis 2030. Und deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass wir das hinkriegen, trotz Herrn Gabriel.
Seine Parteifreundin Hendricks, die Umweltministerin, hat vor einer Woche gesagt, wir müssen Kohlekraftwerke abschalten, sonst erreichen wir unser Klimaschutzziel nicht. Herr Gabriel ist plötzlich dagegen. Das heißt, ich habe schon immer gedacht, dass er ein Kohlefreund ist. SPD, der alte Kohlekomplex, ist halt leider so. Ruhrgebiet SPD, nicht? Kohle, Kohle, Kohle. Die Frau Kraft ist ja auch die Kohlekraft. Und dabei müsst ihr sagen. Meine Damen und Herren, es geht nicht. Wir werden die Klimaschutz, wir haben uns international verpflichtet, bis 2020 40% weniger CO2 zu emittieren als 1990. Nach dem Tempo, das jetzt unter Gabriel eingeschlagen ist, Ausbremsen der Energiewende, weniger Wind, weniger Solarenergie, weniger Einspeisevergütung, das sorgt dafür, dass wir höchstens 32-33% erreichen und niemals 40%. Wir werden international blamiert sein bis auf die Knochen. Nicht the Energiewende, le Energiewende hier auf der ganzen Welt. Überall wird Energiewende in die entsprechende Sprache übernommen. Nur wir werden sie nicht schaffen zu dem angegebenen Zeitpunkt, wenn wir so auf die Bremse drücken, wie das Herr Gabriel zurzeit tut, weil er sich mal zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe der alten Kohlewirtschaft halt Bundeskanzler zu werden. Übrigens, auch das werden wir nicht. Das könnte ich ganz auf Bundeskanzler. 90% der Deutschen sind für die Energiewende. Wie will ich den Bundeskanzler werden gegen 90% der Menschen in diesem Land? Das ist auch, wie gesagt, politisch unglaublich kurzsichtig. Aber die Kurzsichtigkeit ist halt ein Merkmal insgesamt, auch jenseits von Sigmar Gabriel, ein Merkmal heutiger Politik. Nur die nächste Legislaturperiode überstehen. Alles andere Enkel nicht. Der Helmut Kohl hat mal gesagt, ein Politiker ist, wer an die nächste Wahl denkt. Ein Staatsmann ist, wer an die nächste Generation denkt. Ich habe dann dem Helmut Kohl einen Brief geschrieben, einen offenen Brief geschrieben, Herr Kohl, ich wünsche mir, dass Sie Staatsmann werden. Das ist ein Beispiel für intelligente Einsätze von Bioenergie. Dieses Flugzeug fliegt mit 100% Bioethanol. Wenn in Deutschland an den Tankstellen ein Auto vorfährt und tankt E10, kommt sofort, also 10% Bio-Beimischung, kommt sofort der ADAC und sagt, dein Motor geht kaputt. Einen größeren Blödsinn gibt es gar nicht mehr. Man muss immer überlegen, wessen Interessen sind da berührt, wenn solche Meldungen durch die Welt gehen. Ich habe mal ein Urerlebnis gehabt in Rio de Janeiro, mein Taxifahrer schwärmt, er fahre seit 30 Jahren reines Bio, 100%. Dann sage ich als typischer Deutscher, um Gottes Willen, ihr Motor. Dann sagt er, ich fahre ein deutsches Auto, gar kein Problem. Völlig in Brasilien. Übrigens, der ADAC musste jetzt ganz kleinlaut bekannt geben, nach 3 Jahren E10 an der deutschen Tankstelle kein einziger Motor mehr. Das ist halt die Macht der alten Lobby, die halt Milliarden verdienen, noch mit Öl. Um nur ein Beispiel zu nennen. Also wir können natürlich völlig andere Treibstoffe einsetzen. Wir haben Alternativen für Strom, wir haben Alternativen für Wärme, wir haben Alternativen für Treibstoffe, wir können Elektroautos bauen, wir können 1-Liter-Autos bauen. Sie haben richtig gehört. Ich habe in der ARD im Jahre 2002 das 1-Liter-Auto von Volkswagen vorgestellt. Der damalige Volkswagen-Chef Herr Piech hat gejubelt, wir bauen jetzt das 1-Liter-Auto, Zukunft deutsche Technik. Meine Damen und Herren, voriges Jahr war ich in Wolfsburg und habe die Pressefrau gefragt, wo ist euer 1-Liter-Auto? Da sagt, kommen Sie mal mit, wir gehen ins Museum. Dort habe ich es dann wieder gesehen. Aber nicht auf deutschen Straßen. Elektroauto. Wie schwer tun wir uns, auf Elektromobilität umzuschalten? Meine Damen und Herren, wissen Sie mal, in Deutschland das erste Elektroauto fuhr und wer das gemacht hat? 1896, Werner von Siemens. 1896. Die Öllobby war schärfer. Das ist das Problem. Es geht immer um Interesse. Es geht nicht darum, dass wir die Technik nicht hätten. Also die Deutschen haben im Stromverbrauch bewiesen, in wenigen Jahren, was möglich ist, wenn man wirklich umsteigt. Also, es geht auch anders. Das Öl geht zu Ende. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. 2006 hat man trotz Fracking, vergessen Sie das, das ist eine Verlängerung von 5 Jahren. Und immer weniger amerikanische Milliardäre investieren in Fracking, weil die sehen, überall wächst der Widerstand gegen diesen Unsinn von Fracking. Wir haben noch Besseres, Sonne, Wind, Bioenergie und so weiter. Also 2006 hatten wir weltweit den Höhepunkt der Ölförderung und jetzt ist das ein Auslaufmodell, genauso wie Kohle, Gas oder auch Uran. Selbst die größten Freunde der Atomenergie können nicht bestreiten, dass Uran ein endlicher Rohstoff ist. Wir haben jetzt 400 AKWs laufen weltweit, etwas mehr als 400 noch. Und die verbrauchen so viel
Uran, das in 70, 80 Jahren das Uran zu Ende ist. Was machen wir dann? Rechtzeitig umsteigen. Das ist die intelligenteste Lösung, die wir haben. Was macht die alte Energiewirtschaft? Shell baut mal eine Solarfabrik, wird ja ein Jahr später wieder verkauft. Das war just for show. War nie ernst. BP, ich war, macht grüne Propaganda auf der ganzen Welt. Die Realität von BP haben wir gesehen am Golf von Mexiko. Vor 3 Jahren ein ganzes Meer versagt. Zehntausende Fischer arbeitslos gemacht, Millionen Touristen vertrieben. Die haben gebohrt nach dem letzten, sie müssen ans letzte Loch. 2500 Meter tief im Meer bereits nach Öl suchen. Die großen, leicht förderbaren Ölquellen sind alle verbraucht. Jetzt müssen sie an die letzten Möglichkeiten, die sie noch haben. Ich halte das für ein Verbrechen. Damals haben sie gesagt, weil ja immer gesagt wird, die alte Energie sei halt billig. Nicht? Herr Gabriel sagt das auch ständig. Meine Damen und Herren, dieser eine Unfall am Golf von Mexiko hat der amerikanische Steuerzahler 100 Milliarden Dollar gekostet. BP hat sich mit 8 Milliarden beteiligt. Alles andere war Sache der Steuerzahler. Billige Energie ist doch eine Lachnummer. Meine Damen und Herren, also grüne Propaganda, aber nicht wirklich ernst gemeint. Die alten Energieversorger haben alle versäumt, rechtzeitig auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Und da gilt halt das alte Gorbatschow-Wort. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Jetzt RWE hat die ersten 12.000 Menschen entlassen, E.ON hat angekündigt, 10.000 Menschen zu entlassen. Und Herr Gabriel sagt, das ist alles viel wichtiger, diese paar tausend Arbeitsplätze, die wir dort noch haben, als die 380.000 Arbeitsplätze, die wir bei der erneuerbaren Energie bereits haben. Also, Alternativen. Elektroauto. Und was heißt das für den Preis? Meine Damen und Herren, das Elektroauto, die Batterie vor allem, ist heute noch teuer. Das ist richtig. Nur, wenn Sie so künftig Auto fahren, Sie haben eine Batterie, Sie können Strom speichern und den Strom machen Sie selber, zahlen Sie heute etwa ein Fünftel dessen, was Sie fürs Benzin bezahlen. Das heißt hier unbezahlt. In 10 Jahren ist die Batterie nicht mehr teuer, ist das Elektroauto nicht mehr teurer als das Benzinauto. Aber Zukunft ist natürlich das, was ich hier sehe. Wer unbedingt einen Sportwagen braucht, manche junge Männer vor allen Dingen sagen, ja, also ich brauche mal einen Porsche. Lebensqualität, Porsche. Wenn es hilft, meine Damen und Herren, es ist kein Mobilitätsproblem, das ist ein männliches, typisch männliches Potenzproblem. Aber ich habe auch einige Männer klatschen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, wenn es hilft, ist ja okay, aber Sie sollen anständig fahren. Anständig. Kennen Sie diesen jungen Mann noch? J.R. von Dallas. Wir hatten in den 80ern in der ARD folgendes Programm, montagabends. 21 Uhr, Report mit Franz Alt, anschließend Dallas mit J.R. Wir waren direkte Konkurrenten. Ich habe mich damals über ihn etwas geärgert, er hatte leicht höhere Einschaltquoten. Aber später wurden wir Freunde. Er war ein großer Pionier der Solarwirtschaft in Amerika. Der Ölbösewicht aus Dallas war der große Vorkämpfer für die Sonne in den USA. Übrigens privat völlig, ein Funzkerl. Privat völlig anders, als man ihn vom Bildschirm als diesen eklig Bösewicht in Erinnerung hat. Als wir uns kurz vor seinem Tod nochmal getroffen haben in München, da sagt er, bitte, da sagt der Ölbösewicht aus Dallas, vergesst Öl, die Sonne ist die Energie des 21. Jahrhunderts. Das ist ein großes Vermächtnis. Er hat den Bush ständig widersprochen beim Irakkrieg. Er war ein Pazifist, was hier niemand wusste. Ganz engagierter Mann. Wir können Häuser bauen, wir machen dreimal so viel Strom, wie die Menschen brauchen. Wo ist das Problem? Wir haben Lösungen. Nur, wenn ich durch Wiesbaden fahre und schaue ein bisschen eure Dächer an, dann frage ich mich, wieso stehen die meisten Dächer noch immer völlig umsonst in der Gegend. Wir holen nach Wiesbaden Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, um Herrn Putins Kriegskasse wieder aufzufüllen. Wir holen Kohle aus Südafrika und wir holen Uran aus Australien. Aber die heimische Sonne und den heimischen Wind nutzen wir kaum direkt vor der Haustür. Die Sonne scheint auf jedes Dach, auf jede Mittelgebirge, auch hier bei euch, kann ich Windstrom erzeugen. Wir machen es nicht. Wie bescheuert ist das eigentlich?
einen Riesenverdacht. Wir hätten ja nichts mehr zu jammern, wenn wir unsere Energieprobleme selber hier vor Ort lösen würden. Die Deutschen jammern mehr. Nicht? Der Einstein hat mal gesagt, wir Deutschen, es scheint ihm, als hätten wir so ein zweites Gehirn eingebaut, so eine Art Jammerlappen. Das muss es wohl sein. Anders kann man sich das kaum noch erklären. Meine Damen und Herren, dieses Haus dreht sich mit der Sonne. Macht 6-mal so viel Strom und sämtliche Wärme. Keine Energiekosten. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Ein unschlagbarer Wind auch nicht. Ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil, nicht nur ein ökologischer. Dieses Gebäude, wie gesagt, macht 6-mal mehr Strom, sämtliche Wärme. Es hat ein Drehhaus, hat nur ein kleines Problem. Beim Rausgehen muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst ist es kein Problem. Meine Damen und Herren, dieses Haus steht fest, aber das Dach dreht sich mit der Sonne. 12-mal mehr Strom. Dein Haus verdient Geld. Das ist intelligente Zukunft. Dieser junge Mann, übrigens in Frankfurt, der steht am Südpol vor einem Sonnenkollektor. Bei 40 Grad minus macht dieser Kollektor 70 Grad heißes Wasser. Moderne deutsche Technik. Auf unserem Hausdach machen wir das seit 20 Jahren und ich kann Ihnen versichern, in den 20 Jahren Strom und Wärme aus der Sonne hat uns die Sonne noch nie eine Rechnung geschickt. Überlegen Sie mal, was eine normale deutsche Familie in 20 Jahren für Strom und Wärme ausgibt. Und diese Anlagen laufen nochmal 20 Jahre. Nach allem, was man heute technisch weiß. Wir kriegen so lange keine Rechnung. In meinem Buch Der ökologische Jesus habe ich den Kirchen empfohlen, macht doch endlich mal Solaranlagen an die Kirchen, damit der Heilige Geist eine Landefläche findet. Meine Damen und Herren, 2000 Kirchen haben das gemacht. Das ist ein guter Anfang. Sie sehen, wenn eine Kirche anfängt, machen es noch immer alle Nachbarn nach. Und jetzt, am Schluss seines Pontifikats, hat sogar Benedikt der 16. es begriffen. Direkt neben der Peterskirche, die größte Photovoltaikanlage Roms. Welche Freude im Himmel über so ein Bild. Himmlische Energie für den bayerischen Papst. Das hat es nicht. Meine Damen und Herren, aber stellen Sie sich vor, ein deutscher Denkmalschützer müsste so etwas genehmigen. Was so einem typisch deutschen Beamtenarsch alles einfallen wird, um das zu verhindern. Ganze Abende mit den Argumenten und Sie denken, würden meinen, Sie seien ein Kabarett, mit den Argumenten der Gegner der erneuerbaren Energien. Da sagt er, ein Landrat im Allgäu, bitte Allgäu, sehr sonnig, in meiner Altstadt keine Photovoltaik. Da sage ich, aber ein Landrat, warum denn? Da sagt er wörtlich, damit die Touristen nicht geblendet werden. Sie merken, meine Damen und Herren, kein Argument ist zu doof, um nicht gegen erneuerbare Energie ins Feld zu führen. So sind wir Deutschen. Das ist die Audienzhalle des Papstes. Macht Strom für 300 Menschen. Das heißt, es ist eine Lösung für alle Zeit. Es sollen ja keine Kinder kriegen im Vatikan. Also, das ist die Lösung für alle Zeit. Freiflächenanlagen, Vorsicht bei Freiflächenanlagen. Also ich würde nicht auf besten Ackerboden eine Freiflächenanlage machen. Aber wir haben noch viele Ackerböden, da wächst nicht mehr viel. Nicht? Wenn die Schafe können eh weiter grasen. Das hier ist die Kohlegrube oder Militärbrachen. Ich habe in Bayern vor 25 Jahren schon die ersten Photovoltaikanlagen auf Müllkippen eingeweiht. Kann ich doch überall von mir unter Militärbrache. Rheinland-Pfalz drüben, die größte Photovoltaikanlage des ganzen Landes ist auf einem ehemaligen NATO-Gelände. Kann man überall Photovoltaik haben. Nicht, es muss, bei Koblenz ist das, es muss schön sein, gute Landschaft passen, dann wird es akzeptiert. Die ganze Welt kann zu 100% erneuerbar werden. Es gibt kein einziges Land, das das nicht könnte. Es muss schön sein. Haben wir Ökos lange vernachtet, die schön, den Aspekt schön haben. Ästhetik. Wir brauchen eine solare Baukultur für die Zukunft. Wie gesagt, es muss schön sein, dann wollen die Menschen es gerne haben. Ich zeige nur ein paar Beispiele. ThyssenKrupp-Stahl. An den Wänden dieses Stahlkonzerns wird jetzt Solarstrom produziert. Ein Teil des Stahls macht ThyssenKrupp mit einer sehr schönen ästhetischen Anlage bereits mit Solarstrom. Wie in Webel in München. Einfach schön, soweit das auch gereicht, überall Photovoltaik. Mitten in New York, Solarstrom.
Meine Damen und Herren, das ist noch eine Vision. Ich wollte nur zeigen, was möglich ist, wenn man das ernst nimmt. In Berlin, die Bundeskanzlerin schaut aus dem 7. Stock, da oben hat sie ihr Büro und zeigt ihren Staatsgästen immer ihre Photovoltaikanlage. Man sieht, es geht. Südeuropa, viel Wüste. Da ist doch große Solarkraftwerke in die Wüste schon. Und es geht auch in der Senkrechte. Beispiele dafür, dass es geht und wie es geht. Meine Damen und Herren, Sonne und Holz in Harmonie. Die Deutschen leben immer lieber in Holzhäusern. Wir haben in den 90ern 5% des Baustoffs in Deutschland aus Holz gehabt. Jetzt haben wir 15 oder 17% schon. Also Sonne und Holz kann ich kombinieren. Oder so ein, ich war scheußliche Dächer gar nicht verschönern. So ein Grasdach. Ist doch einfach schön. Sonne, Solaranlagen und ein Grasdach. Das ist die erste Schule Deutschlands, die Photovoltaikanlagen in alle vier Himmelsrichtungen hat. Auch nach Norden. Nach Norden habe ich 20% weniger Sonne als nach Süden. Wo ist das Problem? Wir haben Lösungen. Das will ich damit sagen. Und wie gesagt, das geht auch in der Senkrechte. Meine Damen und Herren, ein Fußballstadion, Werder Bremen, macht Solarstrom. Übrigens, ich glaube, 8 oder 9 Fußball-Bundesligisten machen bereits, also Mainz zum Beispiel, hat ja auch eine Solaranlage. Beim Neubau gleich richtig machen, Solaranlagen in die Fenster integrieren. Das ist alles neue Technik. Das ist das erste Kaufhaus der Welt, 100% erneuerbar. Wird versorgt über die Anlage da oben, Photovoltaik und Geothermie, wenn die Sonne, ich denke, ja, wenn die Sonne nicht scheint, wie der Wind, nicht wie der Marmelan. Wir haben ja 6 erneuerbare Energiequellen und nicht nur 2. Ich muss es kombinieren. Der Mix ist die Voraussetzung, dass wir die Speicherproblematik, das ist noch eine Problematik, aber wir kennen die Lösung schon längst, dass wir diese Speicherproblematik lösen. Man muss es kombinieren vor allem. Und mit Holz, mehr mit Holz bauen. Also das bisher. Mach Holz, speichert CO2, und setzt es nicht frei. Das ist gar nicht so weit weg von hier, drüben in Mainz. Kleinstwindräder werden eine riesige Rolle spielen in der Zukunft. Wir sind erst am Anfang. Wir werden Millionen solcher Kleinstwindräder installieren. Dieses Gebäude, ich von Erdal Schuhcreme, diese Schuhcreme-Leute, die haben ein neues Verwaltungsgebäude gebaut. Wird versorgt durch diese Kombination. Immer die Kombination ist entscheidend. Sonne, Wind, Geothermie. Wenn die Sonne nicht scheint, weht häufig der Wind. Wenn der Wind nicht weht, scheint manchmal die Sonne. Und wenn wir beides nicht haben, Geothermie, immer vorhanden. Das ist hier eine intelligente Lösung. Schauen Sie mal auf dem Dach, wie das aussieht. So werden in Zukunft viele Dächer aussehen in Deutschland. Wir haben Lösungen. Ich war da auf dem Dach, aber ich dachte immer, auch kleine Windräder machen Lärm, sie hören nichts. Nichts. Wie gesagt, steht mitten in Mainz und keiner beschwert sich. Auch im Land geht die Kombination von Sonne und Wind. Wir haben in Deutschland ideale Voraussetzungen für diese Kombination. Wir haben im Januar viel Wind. Hier die graue Säule. Wir haben weniger Sonne im Winter. Ja. Umgekehrt im Sommer. Viel Sonne, weniger Wind. Eine ideale Kombination für den 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energien. Das neue Rathaus in London, mit der Sonne gebaut. 50, also das heißt, Architekten müssen lernen, wo Süden ist. Die Hälfte der Heizenergie eingespart. Japan, nach Fukushima, jetzt sind die Japaner vorne. Die Japaner und die Chinesen sind vorne bei der Photovoltaik. Hier ist sie von den letzten 2 Bundesregierungen ausgebremst worden. Photovoltaikzubau beträgt zurzeit ein Fünftel dessen, was wir noch vor 2 Jahren hatten. 70.000 Arbeitsplätze weg bei der Zukunftstechnologie schlechthin, weil Herr Gabriel die Kohle halt weiter fördern will, also das 19. Jahrhundert, im 21. Die Firma, die diese Häuser baut, die lege ich gelegentlich zu Vorträgen ein, die erzählen mir, sie verkaufen jetzt pro Jahr 70.000 solche Solarhäuser. Eine Solarfirma, 70.000 Häuser, jedes Jahr. Ein Stadtviertel im Norden von Tokio, komplett mit Solarversorgung. Es geht, wenn man wirklich will. Die Chinesen haben selber große Umweltprobleme, weiß Gott, aber sie geben auch Gas bei der erneuerbaren Energie. Das ist die Produktion von Sonnenkollektoren in China. 6-mal mehr als alle 28 EU-Staaten zusammen. Wir waren mal vorne, jetzt sind es die Chinesen. Der Südbahnhof in Peking, von deutschen Ingenieuren gebaut, macht Strom, Photovoltaikstrom, für 15.000 Menschen. Hermann Scheer hätte mal hier vor 4 Jahren Wirtschafts- und Umweltminister werden sollen. Der beste Solarpolitiker der Welt. Er war der große, auch von ihm habe ich sehr viel gelernt. Meine Damen und Herren, sein letztes Buch, kurz vor seinem Tod,
der energetische Imperativ. Schauen Sie mal, wie er energetisch schreibt, mit TH. Es ist eine ethische Frage. Haben wir Verantwortung für Kinder und Enkel? Das ist die Frage aller Fragen. Es gibt keine unlösbaren technischen Probleme bei der Energiewende. Es ist ein ethisch-moralisches Problem. Türme werden jetzt gerade in New York gebaut. Drei integrierte Windräder machen Strom für 10.000 Menschen. Das sind Lösungen. Ich war kurz vor seinem Tod mit Hermann Scheer, viele kennen ihn noch, er war ja sehr aktiv hier in Hessen, mit Hermann Scheer bei der Bundeskanzlerin. Hermann Scheer hatte 20 Jahre die Idee, wir brauchen eine Weltagentur. Das Klima ist ja ein Weltproblem, nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches. Wir brauchen eine Weltagentur für erneuerbare Energien. Und wer, wenn nicht wir Deutsche, könnten das anlegen, nachdem wir so viel Erfahrung haben? Positive Erfahrung mit Solarstrom. Und die Bundeskanzlerin hat 10 Minuten zugehört und gesagt, kluge Idee machen wir. Ich werde alle deutschen Botschafter in der Welt anweisen, nächstes Jahr nach Deutschland ihre Regierungen zu einer Konferenz einzuladen. Dann gründen wir die Weltagentur für erneuerbare Energien. Ein Jahr später hatten wir die. Und jetzt sind 90% der Menschheit insgesamt in dieser Weltagentur für erneuerbare Energien organisiert. Es war Hermann Scheers Idee, die Kanzlerin hat sich nicht dafür belegt zu sein. Man sieht, wenn die Deutschen vorangehen, eine Riesenchance für die Wirtschaft. Aber ich darf es dann nicht ausbremsen, wie das Herr Gabriel zurzeit tut. Ich muss es im eigenen Land realisieren, dann verkaufe ich diese Technologie in die ganze Welt. Ein Riesenexportschlag für die gesamte deutsche Wirtschaft. Meine Frau hat dieses Bild in Bahrain aufgenommen. Sie sind überall, sind die Menschen dabei, die Energiewende zu organisieren. Arabien, drei kleine Windrädchen machen Strom für 800 Menschen. Oder deutsche Ingenieure bauen weltweit jetzt Energietürme. Da oben sind sie das modernste Windrad der Welt, hier überall Photovoltaik. Dieser Turm macht Ökostrom für 12.000 Menschen. So wächst die Windenergie und genauso geht die Atomenergie weltweit zurzeit zurück. Ich finde Windräder schön. Ich weiß, hier ist das umstritten, aber ich sage das bewusst sehr deutlich, damit wir auch eine Diskussionsgrundlage haben, nachher ordentlich schreiben zu können. Ich finde Windräder schön. Jedes Windrad, weil es deutlich macht, wir haben Alternativen zu Atom und zu Kohle. Wir wissen ja da nicht. Wir haben allerdings ein Problem in Deutschland. Nicht viele Bürgerinnen und Bürger sind noch immer dagegen. Ich weiß nicht wie lange, aber sie sind heute noch dagegen. Ich habe 300 Windräder und Windparks eingeweiht in den letzten 25 Jahren weltweit. Meine Erfahrung ist, überall dort, wo es gibt fast überall Bürgerinitiativen dagegen. Wenn ich 2 Jahre später, nachdem der Windpark halt dann doch ständig hinkomme, sagen alle, sie seien dafür, vor allen Dingen die, die dagegen waren. Das Geheimnis ist, und da haben wir auch Fehler gemacht, die Freunde der Erneuerbaren haben wir Fehler gemacht, dass man die regionale Bevölkerung mitbeteiligt. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sie Zustimmung bekommen. Die Leute nehmen ja in Kauf, dass die Landschaft verändert wird. Das ist ein Eingriff in die Landschaft, kann ja niemand beschreiben. Nur jede Energie ist ein Eingriff in die Landschaft. Schauen Sie mal Braunkohlelandschaften an. Das sind Mondlandschaften. Wenn ich diese Windräder wieder abbaue eines Tages, habe ich grüne Wiese. Problem erledigt. Wenn ich Braunkohle abackere, wie das immer noch geschieht in Deutschland, habe ich ein Energieproblem und ein Landschaftsproblem. Ich habe ein Klimaproblem und ein Landschaftsproblem. Das sind Mondlandschaften. Wir haben ja hunderte Grundwasserprobleme. Habe ich hier alles nicht. Wenn ich ein Atomkraftwerk abbaue, fangen die Probleme erst an. 1 Million Jahre strahlt der Müll. Und keiner hat eine Lösung. Meine Damen und Herren, wir können nicht gegen alles sein. Ich verstehe ja, ästhetisch kann man immer streiten. Klar. Geschmack, die Geschmäcker sind verschieden. Das kann ich rational nachvollziehen. Nur eines kann ich rational nicht nachvollziehen, dass wir gegen alles sind. Wir sind jetzt zu 80% gegen Atom. Das bin ich auch. Aber meine Damen und Herren, wenn ich gegen Atomenergie bin, kann ich rationalerweise nicht gegen Windräder sein. Das geht nicht. Wo sollte mein Strom herkommen? Das muss man sich doch zu Ende denken. Wenn ich Windräder auf See kombiniere mit Windrädern an Land, habe ich fast immer irgendwo Wind. Wie gesagt, man muss es intelligent machen. Und wir sind ja dabei, auch ich, Windrad an Land ist natürlich, Sie müssen die Gegner sich mal gut durch den Kopf gehen lassen, halb so teuer wie die Windräder auf See. Es wird ja oft gesagt, ja, an Land nicht, aber auf See vielleicht, ist mit halt doppelt so teuer. Und die Energiequelle soll ja auch billig sein, wie ich immer wieder höre.
Also muss man nicht, die Chinesen machen ganz romantische Reklame. Meine Damen und Herren, dann kommt der Gabriel und sagt, ist ja alles gut und recht, aber leider viel zu teuer. Wie ist das denn mit dem Argument? Am Anfang ist jede neue Technik teuer, das ist richtig. Das war schon über jeder Technik. Solarstrom in Deutschland noch im Jahr 2000, 70 Cent die Kilowattstunde. Und jetzt sind wir da. Die blaue Linie, das ist Solar. Hier etwa. Billiger als der alte Strom. Nicht, wird immer teurer und das wird immer besser. Das ist die Realität, wenn es um die Frage geht, wie teuer ist die Energiewende. Langfristig viel billiger als keine Energiewende. Energiewende kostet. Aber keine Energiewende kostet die Zukunft. Das ist der entscheidende Punkt. Was haben wir denn denjenigen, die sagen, Energiewende sei zu teuer? Die Frage hierbei, habt ihr eine Ahnung, wie viel wir bezahlt haben für Atom und Kohle an Subventionen aus Steuertöpfen? Nicht über die Stromrechnung, das ist klar. Das taucht halt keine Stromrechnung auf. Etwa 600 Milliarden haben wir in den letzten Jahrzehnten bezahlt. Für Atomsubventionen und für Kohlesubventionen. Und wir haben unendliche Folgeprobleme, haben wir bei den Erneuerbaren nicht. Pellets, 15-20% Wachstum pro Jahr. Gute Entwicklung. Pellets sind schon heute, Herr Gabriel, 30% billiger als Öl oder Gas. Entschieden billiger schon heute, und wird immer preiswerter. Weil bei der alten Energie hat der Stoff ausgegeben. Mist und Gülle und Scheiße können wir unendlich viel erneuerbare Energie produzieren. Wie gesagt, der Mix ist die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Da wird nachts Solarstrom produziert, das ist in Kalifornien. Nachts Solarstrom. Das heißt, sagen, wie geht das denn? Eigentlich ganz einfach. Tagsüber wird Wärme produziert über die Sonne und nachts aus der Wärme Strom gemacht. Oder hier in Spanien genauso. Warum sollen deutsche Autobahnen künftig nicht so aussehen? Auch das war eine Idee von Hermann Scheer. Windräder daneben, Photovoltaik drüber. Da ist eh kein Vogelschutz oder so, oder Landschaftsschutz direkt an der Autobahn. Also, da kann man das noch machen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Eine der ersten Pumpspeicherkraftwerke, also das ist ein kleiner Teil der Lösung beim Speichern. Nicht, das ist nördlich von Hamburg, tagsüber schiebt die Sonne, Solaranlagen, das Wasser hoch und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, wird die Wasserkraft dafür eingesetzt. Das können Sie auch mit Wind und Wasser kombinieren. Sonne schickt uns keine Rechnung, ein entscheidender ökonomischer Vorteil. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Vorfahren von uns haben in den letzten 2000 Jahren wenig Energie gebraucht, das hier. Und das sind wir heute. Ganz da oben. Und das macht natürlich Probleme. Das geht nicht problemlos an 7 Milliarden Menschen vorüber, was diese Kurve hat. Was ist die Alternative? Allein die Wasserkraft gibt uns theoretisch die Hälfte dessen, was heute die Menschheit verbraucht, theoretisch. Die Biomasse schon 15 Mal mehr, die Wellen- und Meeresenergie der Ozeane 76 Mal mehr, die Windenergie 308 Mal mehr und die Sonne, wie gesagt, 15.000 Mal mehr. Jetzt verstehen Sie, warum ich am Anfang gesagt habe, von Natur aus haben wir kein Energieproblem. Der liebe Gott war nicht doof, die Evolution war nicht blöd. Wir haben alle Voraussetzungen, die wir brauchen, dass kein Kind mehr verhungern muss auf dieser Erde. Geothermie kommt dazu, das ist ein Geothermiekraftwerk in Reykjavik. Meine Damen und Herren, die Isländer heizen ihre Straßen im Winter damit und ihre Gehsteine. Ist ja Energie, heimische Energie, direkt vor der Haustür, wie alle erneuerbaren Energien. Energiewende von oben wird sie nicht funktionieren. Afrika und die Sonne. Welch eine Chance. Dass wir den Hunger überwinden. Meine Damen und Herren, dieser Afrikaner war arbeitslos. Da hat er sich eine Solarzelle organisiert. Hat selbst ein Solartelefon gebastelt. Jetzt kommen die Leute zu ihm. Er hat einen Arbeitsplatz, zum Telefonieren hat er einen Arbeitsplatz. Probleme erledigt, mit Hilfe der erneuerbaren Energien. Diese Frauen in Bangladesch hatten nie Strom zu Hause. Jetzt haben sie kleine Photovoltaikanlagen. Wer hat sie finanziert? Muhammad Yunus, der Banker der Armen. Der hat mir erzählt, er verkaufe zurzeit pro Tag als Banker 8.000 Photovoltaikanlagen. Im Armenhaus Asiens geht das. Im reichen Deutschland haben wir zurzeit einen Wirtschaftsminister, der sagt, das geht leider nicht, das ist alles viel zu teuer. Es ist unfassbar, was dem gesunden Menschenverstand hierzulande zugemutet wird. Ausgerechnet vom Wirtschaftsminister. Der die Zukunft der Wirtschaft. Also mal die kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Diese Inderin zeigt mir voller Stolz ihre Solaranlage. Ich habe da einen Film gedreht in Südindien über die 10.000 Dörfer, die zu 100% erneuerbar sind. In Indien. Schauen Sie mal, was die Solaranlage bringt. Die reicht für 2 Solaranlagen. Die Kinder dieser Frau können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie entscheiden von Solaranlagen Hausaufgaben machen können. Früher gab es kein Licht. Jetzt ist das Problem, um diese Kinder müssen wir uns keine Sorgen machen. Wer in Indien zur Schule geht, einen Abschluss hat, bekommt einen Arbeitsplatz. Punkt. Wir haben die Lösung für diese Probleme. Die Nomaden in der Mongolei haben jetzt keine Solaranlagen. Mehr als jeder Zweite. Ich war voriges Jahr bei denen, die ziehen jetzt mit ihren Tieren und ihren Jurten, 1000 Tiere hat ein Nomade im Schnitt, durch die Gegend, durch das Altai-Gebirge oder die Wüsten in der Mongolei. Und die jungen Leute bleiben jetzt Nomaden. Die hatten bisher keinen Strom, also sind die alle in die Großstadt gezogen. Die wollen tanzen, die wollen Musik, die wollen Fernsehen, die wollen Laptops. Das geht aber nicht bisher mit der alten Energie. Jetzt haben sie Energie. Ich habe in diesen Jurten gesehen und die jungen Leute bleiben Nomaden. PCs, Fernseher, Radio, Laptop, wie die heißen, alles da, was man heute als junger Mensch braucht. Wenn Sie mögen, auf dieser Internetseite finden Sie jeden Tag neue Meldungen. Wer kann das? Was kostet das? Wie ist die Entwicklung weltweit? Was ist die Chance für die deutsche Wirtschaft? All diese Fragen. Oder was muss ich beachten beim Umbau meines Hauses? Finden Sie hier eine Antwort. Meine Frau betreibt diese Seite. Ich lade Sie also ein auf die Sonnenseite des Lebens. Sie können sich auch einen Newsletter bestellen. Kriegen Sie das alles automatisch geschickt, kostenlos. Also seien Sie willkommen auf der Sonnenseite des Lebens. In meiner letzten Fernsehsendung hatte ich den Dalai Lama zu Gast. Und den Papst des Ostens habe ich gefragt, was ist für Sie heute Religion? Dann sagt der Dalai Lama, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Welche moderne Definition dessen, was Religion sein könnte? Mit Hilfe der Sonne und des Windes und aller erneuerbaren Energien kann jeder von uns und jede mit dafür sorgen, dass dieser Planet ein schöner und bewohnbarer bleibt. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion und wünsche Ihnen allen Lust auf Zukunft. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, verehrter Herr Alt. Ich glaube, so manch einer ist jetzt zu neuen Ansichten gekommen oder hat zumindest die Ansicht, die er bisher schon gehabt hat, noch vertiefen und verstärken können. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir ins Lokale. Und zwar wird jetzt ein Vortrag bezogen auf Wiesbaden von Herrn Menden, dem Leiter des Umweltamts in Wiesbaden, gehalten. Der lautet: Das neue Klimaschutzkonzept in Wiesbaden beziehungsweise Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, die hier vor Ort geplant sind. Herzlich willkommen, Herr Menden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich habe ja jetzt einen schwierigen Part hier halt, weil so visionär, wie Sie das dargestellt haben, werde ich das eigentlich, was wir in Wiesbaden machen, nicht rüberbringen können. Da kommt was auf uns zu, haben Sie dargestellt, auch mit dem, was an Klimawandel sich zurzeit schon abgezeichnet hat. Das, denke ich, ist vergleichbar zu meinem Bild. Tatsächlich kommt was auf uns zu, beziehungsweise es ist auch schon eingetreten. Nicht nur in der Antarktis, sondern auch hier in Wiesbaden. Und dazu werde ich am Schluss unter dem Gesichtspunkt von Klimaanpassungsstrategien auch einiges Ihnen mitgeben. Das Linke haben Sie heute schon mal gesehen. Deswegen brauche ich da, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu zu sagen, weil das stellt dar, wie die globale Temperatur in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten angestiegen ist. Das rechte Bild, das ist die Temperatur in Wiesbaden seit 1850. Und Sie sehen am rechten Teil, dass auch in Wiesbaden die Temperatur über die letzten Jahrzehnte angestiegen ist. Also nicht nur ein globales Thema, dass die Temperatur sich erhöht, sondern natürlich auch in Wiesbaden ein Thema, was wir messtechnisch erfassen können. Was sind die Folgen davon? Rechts sehen Sie Bilder
die in diesem Sommer aufgenommen worden sind hier in Wiesbaden. Nämlich ein Extremhochwasser, wie wir es nicht so häufig sonst hatten. Einerseits die Situation vor dem Kurhaus, wo das Hochwasser sich in die Tiefgarage hineinbewegt hat. Und das andere Bild ist aus Sonnenberg, beziehungsweise aus Rambach, wo leider Gottes auch ein Elektroauto davon betroffen war, dass es plötzlich sich im Wasser wiederfand. Diese Extremniederschläge im Sommer werden in Zukunft häufiger. Und im Winter, das ist die linke Darstellung, ändert sich die Niederschlagshäufigkeit in der Weise, dass wir mehr Niederschläge insgesamt haben. Im Sommer werden sie extremer, aber insgesamt werden die Sommer auch in Wiesbaden und in Hessen immer trockener. Was ist zu tun? Herr Alt hat schon darauf hingewiesen, das, was wir betreiben müssen, ist die CO2-Emission zu reduzieren. Und dazu arbeiten wir zurzeit an einem Klimaschutzkonzept, wo es um Energieeinsparung, um regenerative Energieerzeugung geht. Und das Zweite ist etwas, was uns aufgedrückt wird, nämlich, dass wir zurzeit schon über Klimaanpassungsstrategien nachdenken müssen, beziehungsweise sie umsetzen, weil es Hochwasser gibt und man sich Gedanken machen muss seitens der Stadt um Hochwasserschutz oder aber auch um Gesichtspunkte der Vernetzung von Grünzügen unter dem Gesichtspunkt, dass sich diese Extremtemperaturen im Sommer natürlich auch auf die menschliche Gesundheit auswirken. Die Bausteine dieses Klimaschutzkonzepts in Wiesbaden ist, dass wir eine qualifizierte Energie- und CO2-Bilanz aufgestellt haben, dass wir spezifische lokale und regionale Potenziale zum Klimaschutz identifizieren, dass wir weitere Ziele definieren, zum Beispiel zum Jahr 2030 bzw. 2050, dass wir aber auch alle Akteure in dieser Stadt, in diesem Prozess mit einbeziehen wollen und dies auch schon über verschiedene Workshops und Foren gemacht haben. Ergebnis des Konzeptes soll es sein, Maßnahmen und Aktionskataloge aufzustellen, und diese Maßnahmen dann natürlich auch im Umsetzungsprozess zu kontrollieren. Also tatsächlich über ein Monitoring auch festzustellen, werden alle Maßnahmen, so wie sie geplant sind, umgesetzt oder wird das nicht passieren? Und was das Allerwichtigste ist, natürlich geht die Umsetzung eines solchen Klimaschutzkonzepts mit allen in dieser Stadt. Und nur mit allen und nicht mit einzelnen Bürgern, auch darauf hat Franz Alt schon hingewiesen. Die Handlungsfelder, mit denen wir uns beschäftigen, sind natürlich die kommunalen Liegenschaften, ist aber auch die Straßenbeleuchtung, sind die Wohngebäude, ist Gewerbe und Wirtschaft, Verkehr, Abwasser- und Abfallwirtschaft, die Energieversorgung und natürlich die erneuerbaren Energien. Zu diesen Handlungsfeldern werden im Rahmen dieses Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen definiert, die dann entsprechend auch umzusetzen sind. Die Projektstruktur ist so aufgebaut, dass es Facharbeitsgruppen und öffentliche Arbeitsgruppen gibt. Auf der Seite des Energiebündnisses ist auch nachzulesen, wann Arbeitsgruppen und öffentliche Arbeitsgruppen tagen, und sie sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess mit zu beteiligen. Demnächst findet ein Workshop statt zu der Frage von Mobilität, weil natürlich auch der Verkehr ein entscheidender Faktor im Rahmen des Klimaschutzes bzw. der Energiewende ist. Abschluss wird ein Abschlussforum sein, wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres, zu dem man sich auch nur herzlich einladen kann. Was ist bisher schon erreicht? Wenn man sich die gesamte Primärenergiebilanz in Wiesbaden anschaut, von 1990 bis 2012, dann können Sie feststellen, dass wir mehr an Primärenergie verbraucht haben und nicht weniger. Pro Einwohner
gab es eine Reduzierung von 3%, was aber im Wesentlichen daraus resultiert, dass wir auch mehr Einwohner haben als 1990. Also, das heißt, es ist in den letzten Jahren nicht weniger in Wiesbaden verbraucht worden, sondern es ist mehr verbraucht worden. Und Sie sehen über die einzelnen Säulen, dass dann die Haushalte dabei auch etwa den gleichen Verbrauch haben wie 1990 und es einen Zuwachs auch gab bei der Wirtschaft. Der Energieträgermix hat sich so verändert, wie es in der Bundesrepublik auch üblich ist. Wir haben weniger an Heizöl, was für Wärme beispielsweise eingesetzt wird, aber dafür dann entsprechend auch einen höheren Anteil an Erdgasverbrauch. Der Teil an erneuerbaren Energien, das ist das kleine Teilchen dort in der Mitte, hellgrün dargestellt, entwickelt sich, ist aber im gesamten Verhältnis zu dem Gesamtmix sehr gering noch. Die Aufteilung des Primärenergieverbrauchs derzeit ist so, dass wir etwa 35% der Primärenergie für Strom verbrauchen, 21% für Mobilität und 44% für Wärme. Dies zu verändern, ist eine große Aufgabe. Und dabei geht es mehr um nur 4,5% der Stromerzeugung. Weil diese 4,5% der Stromerzeugung würden die 10 Windräder auf den Taunuskamm etwa bringen. Ich will damit nicht sagen, dass man die nicht braucht, sondern es ist nur ein geringer Anteil von der Gesamtmaßnahme dessen, was vor uns steht. Auch ich finde Windräder schön. Das ist keine Frage von Ästhetik, sondern es ist eher eine Frage dazu, was können wir tatsächlich hier leisten in Wiesbaden und welche Anstrengungen müssen dazu unternommen werden. Wenn Sie sich die Entwicklung jetzt im Hinblick auf die CO2-Emissionen anschauen, dann sieht das etwas günstiger aus. Die gesamten CO2-Emissionen sind seit 1990 um 7% zurückgegangen und die Einwohner auf etwa 12%. Hier steckt ein wichtiger Faktor drin, dass wir effektiver in der Erzeugung unserer Energie, die wir verbrauchen, sind als noch 1990. Ein Brennwertkessel beispielsweise nutzt natürlich die eingesetzte Energie heute sehr viel besser als ein alter Niedertemperaturkessel, der 1990 noch in vielen Haushalten war. Wie erreichen wir also das Ziel, 20% einzusparen und nicht nur 7 bzw. 12%? Das geht nur darüber, dass wir weitermachen in der Energieeinsparung und eigentlich die Energieeinsparung sehr viel stärker forcieren müssen, dass wir natürlich auch die Energieeffizienz voranbringen, beispielsweise durch die Förderung von Brennwertkesseln, wie sie zurzeit schon aufgelegt worden ist. Und natürlich braucht man auch erneuerbare Energien, wie Windkraft auf dem Taunuskamm oder aber Tiefengeothermie, an beiden Projekten wird ja gearbeitet. Dies brauchen die Konzepte dazu, brauchen wir nicht nur beim Strom, sondern natürlich auch in dem Bereich der Wärme und in dem Bereich der Mobilität, weil die natürlich noch den größeren Anteil in unserem Energieverbrauch darstellen als der Strom. Die Potenziale sind vorhanden. Auch das hat Franz Alt schon dargestellt. Technisch und wirtschaftlich ist bei Wärme eine Einsparung von bis zu 55% Primärenergieverbrauch bis zum Jahre 2030 möglich. Nur, das bedeutet natürlich eine Sanierung der Wohngebäude, aller Wohngebäude auf den NF-Stand 2009. Es benötigt eine Sanierung der öffentlichen Gebäude. Davon 80%
auf Passivhausstandard, die Sanierung der gewerblich genutzten Nichtwohngebäude auf vergleichbaren Standard wie öffentliche Gebäude und so weiter und so fort. Technisch-wirtschaftlich ist auch bei Strom eine Einsparung von 52% der Primärenergie möglich. Zum Beispiel durch Optimierung von elektrischen Pumpen und Motoren für eine effiziente Beleuchtung und so weiter und so fort. Die Potenziale sind da. Sie allerdings zu heben, ist nicht so einfach. Der mögliche Ausbau der erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung im Wärmebereich ist hier nochmal dargestellt und Sie sehen, welche Potenziale zurzeit ungenutzt sind und welche schon genutzt werden, wie beispielsweise die Fernwärme, hier dargestellt als Kraft-Wärme-Kopplung, oder aber auch Altholz und biogene Abfälle, Klärschlammnutzung, die energetisch genutzt werden. Um die Potenziale weiter zu nutzen, ist es erforderlich, dass beim Wärme eine Steigerung der Sanierungsrate bei den Wohngebäuden auf 2,25% pro Jahr erfolgt. Zurzeit werden unter 1% der Wohngebäude erneuert und saniert. Das heißt, man muss die Rate verzweifachen bzw. verdreifachen, um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. 50% der öffentlichen Liegenschaften müssen bis 2030 saniert werden, 80% davon im Passivhausstandard. Die gewerblich genutzten Gebäude müssen etwas höhere Sanierungsraten haben als öffentliche und die Standards müssen entsprechend dem, was ich oben dargestellt habe, angepasst werden. Die Prozesswärme ist zu reduzieren, 22%. Und es muss der Fernwärmezubau entsprechend der SW-Szenarien umgesetzt werden. Das sind einzelne Maßnahmen, die sich auf den Wärmeverbrauch beziehen. Beim Stromverbrauch benötigen wir ca. 2/3 der technisch-wirtschaftlichen Potenziale, die zum Beispiel durch Mehrausstattung an Geräten in den Haushalten erzeugt wird. Das heißt, es ist erforderlich, dass nur moderate Zunahme des Stromverbrauchs für mehr und neue Anwendungen erfolgt. Wenn Sie sich die einzelnen Geräte anschauen, die Sie zum Beispiel zu Hause auch sich jetzt neu kaufen, einen Kühlschrank oder eine Gefriertruhe, dann hat er natürlich einen sehr viel geringeren Verbrauch als ein altes Gerät. Gleichzeitig haben wir aber mehr Geräte uns angeschafft und damit den gesamten Stromverbrauch eigentlich nicht reduziert, sondern, wie ich dargestellt habe, leicht erhöht. Notwendig ist auch eine hohe Ausnutzung der Potenziale im industriellen Bereich. Hierzu führt die Stadt ein Projekt, das heißt Ökoprofit, erfolgreich durch und auch die heimische Wirtschaft. Einige Betriebe, etwa 100, haben schon an diesem Programm mitgewirkt, sind sehr akribisch dabei, auch ihre Potenziale im Betrieb zu nutzen. 5% können wir einsparen durch Verhaltensänderungen, indem man das Licht früher ausmacht oder aber auch beispielsweise auf den Wasserverbrauch achtet und so weiter. Das sind die Maßnahmen, kurz zusammengefasst, die im Rahmen dieses Klimaschutzkonzeptes dargestellt werden. Natürlich, ich habe jetzt hier im Wesentlichen auf die Wärme bezogen, natürlich auch im Bereich von Strom und natürlich auch in dem Bereich der Mobilität, weil dort es auch erforderlich ist, dass man mehr auf den öffentlichen Nahverkehr setzt, beziehungsweise auch aufs Fahrrad, weil das verbraucht halt kein Benzin oder Diesel oder so. Andererseits läuft der Klimawandel aber schon. Auch in Wiesbaden
können wir die Auswirkungen dieses Klimawandels spüren und es gibt seitens der Stadt einen Zwang zur Anpassung an diesen Klimawandel. Und dazu möchte ich Ihnen zwei Beispiele benennen. Einerseits die Durchlüftung der Stadt mit kalter Frischluft, andererseits das Thema Hochwasserschutz, was ich eben schon dargestellt habe. In heißen Sommernächten ist es in der Wiesbadener Innenstadt etwa 5 Grad heißer als draußen, in Rambach oder in Nauroth oder in Medenbach, auch in Taunusstein oder in Wittstein. Das bedeutet, dass man in heißen Sommernächten bei Inversionswetterlagen nicht mehr gut schlafen kann, dass man morgens aufwacht wie gerädert oder aber tatsächlich krank wird. Wenn man dem entgegenwirken will, dann gibt es eine Möglichkeit dazu, nämlich es gibt Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiete in Wiesbaden, die man nutzen kann, um die Innenstadt zu belüften. Sie sehen hier auf der linken Seite den Taunuskamm, der als Frischluftentstehungsgebiet genutzt werden kann. Und auf der rechten Seite sind es im Wesentlichen die landwirtschaftlichen Flächen, die als Kaltluftentstehungsgebiete auch dafür Sorge tragen können, dass kalte Luft in die Stadt reinkommt und dann im Sommer, in heißen Sommernächten, zur Entlastung beitragen. Nur, wie kommen die in die Innenstadt, die hier in der Mitte ist? Dazu gibt es ein Talsystem in Wiesbaden, was diese Luft transportiert. Sie können sich das vorstellen wie Wasser. Die kalte Luft entsteht auf den Höhen und fließt langsam entsprechend der Talzüge in die Innenstadt. Und es gibt in Wiesbaden viele Talzüge, die Richtung Innenstadt laufen, und von daher ist es erforderlich, dass wir diese Talzüge erhalten und weiter ausbauen. In den Talzügen, beispielsweise im Bereich des Werdenitztals, aber auch in anderen Talzügen, gibt es zurzeit Barrieren, die Luft behindert, in die Innenstadt hineinzugehen. Diese Barrieren muss man sich kümmern. Und um diese Barrieren muss man entsprechend auch planerische Konzepte entwickeln, damit man sie für die Zukunft vielleicht nicht mehr hat. Wir haben eine Karte erarbeitet, die die stadtklimatischen Vorrangfunktionen dieser Talzüge darstellt und diese verbindet mit dem Taunuskamm und den landwirtschaftlichen Flächen. Und Sie sehen, dass es damit möglich ist, eine Vernetzungsstruktur herzustellen, die in die Stadt hineinfließt und um die Stadt herum tatsächlich eine Abkühlung realisiert. Das Zweite ist, dass wir zurzeit gezwungen sind, zu verhindern, dass es durch Hochwasser negative Auswirkungen gibt, dass Kosten entstehen. Hochwasser an sich ist nicht unbedingt das Problem. Hochwasser wird immer dann ein Problem, wenn man es in den Keller wiederfindet, weil es dort Schäden anrichtet. Und wir als Stadtverwaltung sind zurzeit dabei, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, um Hochwasser zu verhindern. Im linken Bild sehen Sie eine mobile Hochwasserschutzwand, die am Rhein aufgestellt wird, kleiner Bereich, wenn dort die Welle aus dem Süden kommt und nach Schierstein droht hineinzugehen. Im unteren Bild, das ist eine Baumaßnahme, die wir durchgeführt haben im Bereich, oder noch jetzt zum Teil durchführen, im Bereich Sonnenberg, die dazu dient, Sonnenberg bis zu einem hundertjährlichen Hochwasser frei zu machen. Was dann auch zusätzlich notwendig ist, ist natürlich, dass man sich um die Kanalisation kümmert und hier beispielsweise auch die Pflege der Straßen in der Weise ausweitet,
dass man solche Verstopfungen in der Kanalisation nicht mehr hat und damit das Wasser auch die Möglichkeit hat, abzufließen. Diese Maßnahmen kosten Geld. Wir haben oder sind noch dabei, etwa 430.000 Euro auszugeben, um die Zerstörung des Hochwassers aus dem Juli diesen Jahres zu beseitigen. Über 5 Millionen Euro werden ausgegeben, um die Reparaturmaßnahmen im Kurhaus durchzuführen. Es gibt zusätzlich private Aufwendungen. Der Aufbau von so einer mobilen Hochwasserschutzwand am Rhein kostet jeweils 45.000 Euro. Der Neubau von mobilen Hochwasserschutzwänden, beispielsweise in einer Länge von 200 Meter, kostet 300.000 Euro. Der erste Bauabschnitt, Hochwasserschutz Sonnenberg, kostet 4,1 Millionen. Der zweite Bauabschnitt Sonnenberg etwa 2,45 Millionen. Und diese Summen beinhalten nicht die Verschönerungsmaßnahmen, sondern sind nur ausgerechnet, was wir aufwenden, um Hochwasserschutz zu betreiben. Es wird darüber geredet, dass man auch das Hochwasser darüber in den Griff bekommt, dass man Regenrückhaltung betreibt. Das ist richtig. Auch das kostet Geld. Die Herstellung von Überschwemmungsflächen ist auch eine Möglichkeit, um dem Hochwasser entsprechend Rechnung zu tragen. Hierzu ist ein bundesweites Programm aufgelegt worden mit 5,4 Milliarden Euro. Die Erweiterung eines Kanalsystems, das heißt die Aufweitung des Kanalsystems, damit es mehr Wasser wegtransportieren kann, sind Millionenbeträge. Die Sicherung und Erweiterung des Durchlüftungssystems der Stadt kostet bestimmt Hunderte von Millionen. Und die erhöhten Unterhaltskosten an Bächen und Kanal sind noch nicht mit dazu gerechnet. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil wir zurzeit, wie Sie sehen, gezwungen sind, große Summen auszugeben, um die Auswirkungen des Klimawandels in Wiesbaden in einiger Art Maßen beherrschbar zu machen, beziehungsweise die Auswirkungen dann auch wieder als Reparaturmaßnahmen rückgängig zu machen. Diese Kosten sind unproduktiv, sie sind nicht nachhaltig, weil sie eigentlich nur den Zustand wiederherstellen und nicht den Zustand verbessern, was man normalerweise mit Geld macht. Das heißt, der Klimawandel wirkt sich in Wiesbaden schon finanziell aus, er wirkt sich aus auf die Tätigkeit der Verwaltung und er wirkt sich in großen Summen schon aus. Und deswegen ist es auch sinnvoll, eigentlich diese großen Summen in die erneuerbare Energie bzw. in Einsparungsmaßnahmen zu setzen und nicht in unproduktive Ausgaben. Ganz herzlichen Dank, Herr Menken, für diese sehr konkreten Maßnahmen und Erklärungen und Erläuterungen. Uns ist natürlich klar, dass Visionen immer leichter zu projizieren sind, als ganz konkrete Sachen dann durchzuführen. Da wissen wir, das kostet Geld, das erzeugt auch Widerstände. Umso dankbarer sind wir, dass Sie hier konkrete Schritte dargestellt haben. Vielen Dank. Also, wir haben begonnen mit dem Globus und dem Land Deutschland. Sind weitergegangen hier auf unser ganz konkretes Wiesbaden und jetzt wird der Ausschnitt kleiner. Jetzt gehen wir auf den Taunuskamm und machen eine Talkrunde zum Thema Windkraft auf dem Taunuskamm, was ja im Moment ein besonderes Reizthema bei uns vor Ort ist. Und dazu haben wir eingeladen drei Personen. Herrn Alt muss ich nicht nochmal vorstellen, er wird die Moderation machen. Vielen Dank dafür, Herr Alt. Dann haben wir eingeladen Hans-Werner Gress. Herr Gress ist Physiker und Vorsitzender des Vereins Rhein-Main voll erneuerbar. Herzlich willkommen, Herr Gress. Herr Gress. Außerdem leitet er den Bereich Biomasse eines Wiesbadener Unternehmens, was sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt.
Dann haben wir den Herrn Lutz Schulmann, er ist Journalist aus Taunusstein und sagt, Windkraft in Taunusstein oder auf dem Taunuskamm muss das unbedingt sein. Ganz herzlich willkommen, Herr Schulmann. Ich möchte mich bei Herrn Schulmann deshalb ganz besonders bedanken, weil das natürlich schwierig ist bei so einer Energiewende-Veranstaltung. Ich finde, das hat einen extra Applaus verdient. Und dann haben wir Frau Katharina Mehrlein, deren Metier es eigentlich ist, sozusagen Widerstandsfähigkeit, sogenannte Resilienz bei uns Menschen hervorzurufen. Sie beschäftigt sich speziell für Unternehmen damit, dass wir Menschen sozusagen stark werden und stark bleiben, wenn es darum geht, die Anforderungen der Wirtschaft oder auch andere Anforderungen zu erfüllen. Herzlichen Dank, Frau Mehrlein, dass Sie hier sind. Frau Mehrlein wohnt genauso wie Herr Schulmann auch in Taunusstein. Also das sind beides Menschen, die sozusagen von den Windkraftanlagen auch wirklich was sehen und nicht irgendwo weit weg wohnen. Gut, jetzt möchte ich das Mikrofon übergeben. Vielleicht, Herr Gress, ja, wir werden mal eben versuchen, noch mehr als ein Mikrofon, dann brauchen wir das nicht rumreichen. Ich hoffe, das funktioniert auch hier. Ach nee, da oben, genau, in dem Ständer. Dann ist das kein Problem. Dankeschön. Sind wir soweit? Jetzt sind wir soweit. Gut. Ich gebe einfach mal hier das Mikrofon an die Dame. Also, Ladies first schlage ich vor. Ich habe ja schon mein Senf dazu gesagt. Frau Mehrlein, Ihnen geht es wie sehr vielen Menschen. Wenn man die einen Argumente hört, dafür, denkt man, ja, ist ganz vernünftig. Wenn man dann die Gegner hört, denkt man vielleicht auch, das ist doch nicht einfach vom Tisch zu wischen. Was sind so Ihre Überlegungen zum Thema Windkraft und Windräder? Ich bin tatsächlich noch unentschlossen. Ich habe noch nicht wirklich entschieden, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin. Ich habe so ein klein wenig davon mitbekommen und ich wohne in Taunusstein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich noch gar nicht so tiefergehend damit beschäftigt. Mir ist nur aufgefallen, sowohl auf der Pro-Seite als auch auf der Kontra-Seite gibt es Argumente, die ich nachvollziehen kann. Und im Moment wüsste ich nicht, wofür ich unterschreiben soll. Wie weit wären die Windräder weg von Ihnen, wenn sie kommen, von Ihrer Wohnung? Also ich würde sie sehen, habe ich mir sagen lassen. Aber sie stehen nicht direkt vor meinem Fenster. Und da muss ich sagen, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar dafür. Ich habe nämlich eine wunderschöne Fernsicht. Schulmann, was sind Ihre Überlegungen? Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Windkraftgegner. Also falls ich hier eingeladen wurde, um dem zu geben, dann bin ich die falsche Besetzung. Ich habe auch sehr lange grün gewählt, werde das aber nicht mehr tun. FDP werde ich genauso wenig wählen. Habe ich auch noch nie im Leben gewählt. Darum geht es aber nicht. Mir geht es darum, also ich könnte vieles, was Sie gesagt haben, halt eigentlich fast alles in Ihrem Vortrag unterschreiben. Ich möchte nur nicht unterschreiben, dass dieses Land mit einem Wildwuchs von Windkraftanlagen überzogen wird. Windkraft ist eine prima Technologie. Wer hat das denn vor? Oh ja, so wie es die ja, den haben wir doch schon. Also, ich weiß nicht, mal Arm hoch. Wer kennt denn die Situation in Rheinhessen? Ja? Also Sie wissen, wenn man über die A61 von Mainz nach Alzey runterfährt, da hat man es wirklich fertig gebracht innerhalb von 3 Jahren. Eine uralte Weinkulturlandschaft in eine Windindustrielandschaft zu verwandeln. Und so etwas möchte ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, aber das war ein Fehler am Anfang der Energiewende, weil die einfach zu hektisch betrieben wurde, dass man pro Land größere Einheiten gebildet hätte von Windparks, sich Gebiete gesucht hätte, wo möglichst wenig Menschen oder gar keine leben und trotzdem Wind weht, und die gibt es überall in Deutschland.
dass man mehrere hundert Windräder in diese Windparks reingestellt hätte und man hätte auch genauso gut die Länder und die Gemeinden daran beteiligen können. Also es müssen nicht überall verteilt Windräder stehen, sondern man hätte das auch mehr zentralisieren können. Und lassen Sie mich eins noch sagen, ich wehre mich halt dagegen, und das ist mittlerweile Usus, dass die Windkraft dazu verwendet wird, leere kommunale Kassen zu füllen. Also das Argument, wir tun was für den Klimaschutz, haben viele der Betreiber überhaupt nicht den Sinn. Die stellen die Windräder nur hin, damit sie marode Kassen wieder füllen. Und das kann nicht sein. Also Landschaftszerstörung finanziert, kommunale Kassen, diese Gleichung geht für mich nicht auf. Herr Gress, was sind Ihre Gegenargumente? Zunächst mal will ich mal als Einleitung sagen, dass ich froh bin, Herr Alt, dass Sie mir viele Punkte schon vorweggenommen haben, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, warum wir das überhaupt alles machen und warum das notwendig ist. Ich denke, dass der Konsens für eine solche Diskussion erstmal hergestellt werden sollte. Brauchen wir erneuerbare Energien, brauchen wir Wind, brauchen wir Solaranlagen und Biogas und andere Technologien? Und ich gehe jetzt einfach mal zu unserer aller Gunsten davon aus, dass es diesen Konsens grundsätzlich gibt. So, dann ist natürlich die Frage, wie macht man das? Und natürlich hat man bisher die Situation gehabt, dass man große Kraftwerke in bestimmten Zentren untergebracht hat und nur direkt relativ wenige Menschen davon betroffen waren. Beziehungsweise es waren Millionen davon betroffen, aber gesehen hat man sie nur in einem kleinen Umkreis. Inzwischen durch die erneuerbaren Energien bekommen alle Leute, alle Menschen oder viele Menschen einen Einblick davon, wo unser Strom denn eigentlich herkommt. Und wenn wir Windkraftanlagen zum Beispiel aufstellen, Herr Alt hatte vorhin gesagt, er findet die Windkraftanlagen schön, Herr Mengden hat sich auch positiv geäußert, ich möchte noch was dazu sagen, Windkraftanlagen sind nicht nur ein Symbol dafür, dass wir jetzt im Zeitalter der erneuerbaren Energien ankommen, sondern sie sind tatsächlich auch die Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich ein Windrad sehe, weiß ich, aha, da passiert etwas. Das heißt, der Strom kommt eben nicht aus der Steckdose, der Strom muss irgendwo erzeugt werden. Da wird er umweltfreundlich erzeugt und woanders mit immensen Kosten, mit immensen Folgekosten für unsere Umwelt, mit Tod und Teufel, heute schon. Und nicht erst beim Klimawandel, sondern heute ist das schon der Fall. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man natürlich über geeignete Standorte diskutieren muss und man kann auch darüber streiten, wo was geeignet und wo was nicht ist. Aber an der grundsätzlichen Frage, ob man sowas machen sollte, kann man eigentlich aus meiner Sicht nicht vorbeigehen. Und dann würde ich jetzt auch keine Beispiele nennen von irgendwo, wo es irgendwo in der Welt mal gerade nicht schön aussieht, sondern wenn wir reden, reden wir entweder global oder wir sollten darüber reden, was ist hier ganz konkret in Wiesbaden. Deswegen sind wir hier, was machen wir auf dem Taunuskamm? Das wäre mein Vorschlag. Danke. Jedes ästhetische Argument, jedes Argument, man kann nicht überall Windräder herstellen, kann ich gut nachvollziehen. Aber eines verstehe ich nicht, wenn Sie mir die Frage beantworten können. Sie sagen, die Kommune soll kein Geld verdienen, aber die Ölscheiks, die dürfen Geld verdienen. Mit unserer. Sondern? Dann verdeutlichen Sie es nochmal. Nur, es besteht mittlerweile die Gleichung, die ist überall in der Politik bei den politisch Handelnden akzeptiert, dass wir Windkraft zuallererst dafür verwenden, um marode Kassen zu füllen. Und das kann so nicht sein. Er darf denn kein Geld verdient werden mit Windenergie? Ja, natürlich. Mit jeder anderen wird auch Geld verdient. Aber nicht um den Preis, dass die Landschaften zerstört werden. Wieso zerstören Windräder Landschaften? Das ist das Urargument, immer. Ja, klar. Windräder schützen Landschaften. Wie wollen wir denn dann Landschaften? Wissen Sie, das ist, also ich glaube manchmal, dass diese Entscheidungen für Windkraftstandorte oft von Menschen getroffen werden, die selten bis wenig einen Fuß in die Natur setzen.
Also ich bin schon immer ständig in der Natur unterwegs gewesen, zu Fuß oder per Fahrrad. Und ich empfinde es auch als unangenehm, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auf dem Land, das heißt jetzt zu Fuß oder auf dem Fahrrad, durch einen Windpark zu fahren, wo 10, 12 oder 15 Windräder stehen. Das ist keine angenehme Atmosphäre. Das ist das eine. Sie können machen, wie Sie wollen, das interessiert mich nicht. Und das andere ist die optische Zerstörung der Kulturlandschaft. Und das möchte ich so nicht erleben. Moment. Das wäre doch zum Beispiel mal ein wichtiger Punkt, was das konkret jetzt bedeutet auf dem Taunuskamm. Also mich würde interessieren, wie viele Bäume beispielsweise müssen weichen oder was konkret muss eigentlich vorbereitet werden, damit diese Windkrafträder dort stehen können. Bevor ich eingehe auf die Flächen, die da gerodet werden müssen, will ich noch mal was sagen zu dem Blickwinkel, unter dem Sie jetzt konkret auch Windkraftanlagen beurteilen. Sie sagen, ich will das nicht. Ich will eine andere Umgebung, ich will eine andere Landschaft. Aus meiner Sicht ist die Landschaft zerstört und diese Veränderung will ich nicht akzeptieren. Das ist individuell durchaus nachvollziehbar, völlig d'accord. Genau, die Frage ist, reicht diese individuelle Betrachtung aus in der Abwägung gegen den Umweltvorteil, den man durch Windkraftanlagen hat? Weil es geht hier bei der Energiewende nicht um Wollen oder Vorlieben, sondern es geht um wirklich weltverändernde Maßnahmen. Und da ist es natürlich klar, dass die Maßnahmen, die wir da durchführen, oder die durchgeführt werden müssen, dass die möglicherweise auch irgendwelchen Leuten auf die Füße fallen und manchen Leuten nicht behagen. Und letztendlich kann es eine Energiewende, eine Energieproduktion zum Nulltarif, sowohl zum kostenmäßigen als auch zum ökologischen Nulltarif nicht geben. Natürlich haben Windkraftanlagen Auswirkungen auf die Natur. Natürlich haben auch Solaranlagen benötigen eine Produktion, müssen irgendwann wieder recycelt werden, haben einfach Umweltnebenwirkungen. Das heißt, den Nulltarif, den gibt es nicht. Worum es geht, ist die Abwägung. Die Abwägung zwischen der einen Technologie und dem einen Weg, fossile atomare Energieversorgung und die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Nur um diese Abwägung geht es. Und wenn Sie sich privat, persönlich dann fragen, was bin ich bereit, also oder nochmal zurück, diese Abwägung, wenn man die objektiv führt, anhand von Schadstoffen, Umweltauswirkungen, Arten, die darauf gehen müssen und, getötete Tiere, getötete Menschen, die ganze Palette, alles, was man sich da vorstellen kann, dann ist diese Bilanz so eindeutig und klar zugunsten der erneuerbaren Energien, dass sich für mich jede Diskussion darüber erübrigt. Und dann ist jetzt die Frage, wie gewichten Sie sozusagen diese Umweltauswirkungen, diese Umweltbilanz gegenüber Ihren individuellen Vorlieben? Und das ist eine Sache, das können Sie gerne für sich so tun, aber in der Gesamtbevölkerung würde ich davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese globale Sichtweise und die Unterstützung der Energiewende eigentlich befürwortet. Er ist aufgefallen, ja, dass er die Frage nicht beantwortet. Das würde mich tatsächlich immer noch interessieren, um welche Fläche, von welcher Fläche sprechen wir da und was muss dafür weichen? Wie viel Fläche genau jetzt gerodet wird, weiß man erst dann, wenn die konkreten Standorte feststehen und wenn man weiß, über welche Wege, mit welchen Fahrzeugen, mit welchen Anlagen man da hinkommt, dann weiß man es genau. Ganz grob kann man aber jetzt schon sagen, dass die Obergrenze ungefähr 0,8 Hektar sind pro Windkraftanlage. Das heißt, das wären bei 10 Anlagen ungefähr 8 Hektar. Wir haben nur auf dem Taunuskamm eine Fläche Wald von 1500 Hektar. Insgesamt hat der Taunuskamm eine Fläche, also von Ost nach West, von über 10.000 Hektar.
Also insofern ist es eine relativ kleine Fläche. Und von diesen 8 Hektar ist auch nur ein winziger Bruchteil tatsächlich versiegelt. Die anderen Flächen müssen erstmal gerodet worden werden. Ein Teil davon wird dauerhaft geschottert, aber ein anderer Teil wird dann auch nachher wieder begrünt. Dieses Flächenproblem wird ja immer wieder genutzt. Ich will da mal einfach ein paar Fakten sagen, damit wir hier Klarheit haben in der Diskussion. Wenn Sie auf diese 8 Hektar, von denen Sie sprachen, ein Windrad, wenn es dort Bioenergie, wenn es dort Bioenergie, 0,8. Okay, 0, bleiben wir bei der Zahl 0,8. Wenn Sie dort Biomasse anbauen oder Solaranlagen installieren oder Windräder aufstellen, wie viel Fläche und wie viel bringt das? Es bringt, wenn Sie auf den 0,8 Hektar, die er ansprach, Photovoltaik machen, bringt das etwa 20 Mal mehr, als wenn Sie Bioenergie anbauen. Wenn Sie ein Windrad hinstellen, bringt das etwa 100 Mal mehr. Das heißt, gegenüber Photovoltaik und gegenüber Bioenergie, Energie brauchen wir ja, ist das Windrad von der Fläche her ein unglaublicher Vorteil gegenüber allem anderen, was man da machen kann. Ich hätte die Frage an Sie, Herr Schulmann, kennen Sie eine Energieressource, die keine Fläche verbraucht? Das müssen Sie mir mal verraten. Nein, die kenne ich natürlich nicht. Ich finde aber zum Beispiel, dass Solarenergie, das ist meine favorisierte Energie, dass die praktisch überhaupt nicht unsere Landschaftsbilder beeinträchtigt, weil sie sehr flach ist. Man sieht sie so gut wie nicht. Sie wird oft auf Brachflächen gebaut oder auf Hausdächern und das ist eine prima Sache. Nur bei Windkraft ist das anders. Bei einem Windrad, das eine Nabenhöhe von 140 Metern hat und wenn ein Rotor senkrecht steht, dass das Ganze dann bei 200 Metern landet, dann sieht das ganz anders aus. Und auch nochmal zur Erklärung, der Herr Kress hat das jetzt so ein bisschen niedlich dargestellt, wie das auf der hohen Wurzel sein wird. Man muss sich also auch mal vorstellen, dass das Fundament eines solchen Windrads von dieser Höhe ca. 1000 Tonnen Beton schlucken wird. Wir werden also eine riesige Versiegelungsfläche haben bei 10 Windrädern. Sie kennen bestimmt die Straße, die am Chausseehaus vorbei hoch auf die hohe Wurzel fährt. Diese Straße wird keinen Bestand mehr haben, wenn da Windräder aufgebaut werden. Da müssen Schwerlaststraßen gebaut werden. Da muss man sich mal klar drüber werden. Und zwar im Aufstieg und oben. Dazu kommt, wenn Sie schon mal nachts durch Rheinhessen gefahren sind oder über den Hunsrück, diese Windkraftanlagen sind in der Dunkelheit permanent beleuchtet. Rot. Und diese Lichter sind für sich genommen still, aber durch die Rotordrehung ergibt sich natürlich eine Art Lightshow. Das heißt, die Wiesbadener werden sich darauf einstellen müssen, dass sie am abendlichen Himmel eine kleine Lightshow über der Stadt haben. Das sind alles so Dinge, die ja normalerweise nicht erwähnt werden, aber das sind so. Ja, Mama, die bessere Lightshow mit der Base. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet, nämlich nach der Abwägung. Ich habe erstmal die Frage, ich bin erstmal auf die Dame eingegangen, auf die Sie so fast gar nicht angekommen sind. Ja. Aber mit der Abwägung. Also entweder verstehen Sie mich nicht oder Sie wollen mich nicht verstehen. Ich bin ein absoluter Befürworter der Energiewende. Ja? Ich bin extrem für Solarenergie. Da ist ja leider von Herrn Gabriel unter anderem die Förderung so eklatant zurückgefahren worden, dass es schon nicht mehr schön ist. Ich bin extrem für Geothermie. Ich finde zum Beispiel das total spannend. Nehmen wir mal ein Beispiel, die TU in Darmstadt. Die rüsten gerade ihren gesamten Gebäudekomplex mit Geothermie und Photovoltaik aus und die werden sich komplett autark versorgen können. Das sind für mich großartige Energieformen. Und wenn Sie mir vorwerfen, ich sei nicht für erneuerbare Energien, dann haben Sie nicht zugehört. Ich habe noch eine Frage. Ich höre immer wieder mal was davon, Windräder sollen gesundheitsschädlich sein, wenn man als Mensch zu nah daran wohnt. Wie ist denn das? Also es gibt
Deutschland inzwischen im Genehmigungsprozess ganz klare Vorgaben. Es gibt zum einen in Hessen eine Abstandsregelung, die ist allerdings, sagen wir, nur in der Findung von Bedeutung, das sind 1000 Meter. Wenn eine Anlage konkret geplant wird, dann muss eine Schallausbreitungsberechnung gemacht werden und da wird geguckt, wo ist ein Wohngebäude, wo ist ein Emissionsobjekt und dann wird geschaut, wie groß sind da tags und nachts die Lärmeinwirkungen durch die Windkraftanlage. Und da müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden. Und wenn das nicht der Fall ist, darf dort nicht gebaut werden. Jetzt können Sie natürlich sagen, wenn man zum Beispiel in 1200 Meter Entfernung von einem Windrad wohnt, dann kann es je nach Windverhältnissen tatsächlich so sein, dass Sie zu irgendwelchen Zeiten was hören. Das kann so sein. Davon wird man aber nicht krank, weil das ist gerade der Sinn und Zweck des Bundesemissionsschutzgesetzes, krankmachende Wirkungen zu verhindern. Wenn man aber die Forderung hat, dass man gar keinen Lärm, also gar keine Schallemissionen von Windkraftanlagen, dass die davon ausgehen sollten, dann ist das natürlich eine Forderung, die Sie irgendwo in irgendeinem anderen Bereich stellen würden. Also jemand, der in der Stadt wohnt, in der Schiersteiner Straße, der hat ungleich andere Emissionen auszuertragen. Und insofern sind die Emissionen, die Sie in einer Entfernung von 1000 und mehr Metern haben, die sind wirklich relativ gering. Aber Sie können sich es natürlich auch mal selber angucken, indem Sie in den Windpark gehen und dort mal hören, wie sich sowas anhört. Und dann auch aus verschiedenen Richtungen. Ist man in Windrichtung, ist man gegen Windrichtung? Bläst der Wind stark oder leise, das wirkt sich natürlich alles unterschiedlich aus. Im Wald ist es oft so, dass das Rauschen der Bäume, dass das lauter ist als die Windkraftanlagen. Wenn man weit genug weg ist, wenn sie direkt dran sind, hören sie die natürlich. Also Lärm und Infraschall wird ja oft gesagt. Das seien Probleme, die die Windräder machen. Zum Infraschall. Ich kenne einen Windpark in Sachsen-Anhalt, da ist seit 20 Jahren ein Kindergarten integriert. Und die Kinder haben keine Probleme mit Infraschall. Lärm. Also richtig ist, also vor 25 Jahren in Deutschland und anderswo auf der Welt die ersten großen Windparks und Windräder aufgebaut haben, haben die noch Lärm gemacht. Da hätte ich nicht direkt nebendran wohnen wollen. Inzwischen können wir Windräder bauen, sie hören nichts, wenn sie nicht mal draußen, wenn sie 500 Meter entfernt sind. Ich habe Windparks eingeweiht, habe dort die Festrede gehalten, mitten in einem Park von 35 Windrädern. 34 sind gelaufen. Ich habe in meinem Zelt nichts gehört davon. Es gibt getriebelose Windräder heute. Also die Probleme sind lösbar. Das war vor 20 Jahren noch anders. Aber inzwischen haben wir eine Technologie, Lärm ist kein Problem. Und Infraschall, die Probleme, die, bitte, wer besonders elektrosmog-sensibel ist, kann ein Problem haben. Übrigens mit jeder Form von Elektrizität. Wenn Sie ein Schlafzimmer haben und haben dort viele Steckdosen und Sie sind elektrosmog-sensibel, haben Sie ein Problem. Völlig egal, ob das Windstrom ist oder Atomstrom oder Braunkohlestrom oder Solarstrom. Das Problem ist nicht der Windstrom beim Thema Infraschall. Das Problem ist der Strom. Und das ist aber ein grundsätzliches Problem. Das hat mit der Art, aber Strom ist Strom. Ist immer dasselbe Produkt. Und wenn Sie da sensibel sind und haben Gesundheitsprobleme, haben Sie ein grundsätzliches Problem nur mit Wind. Hat das überhaupt nichts zu tun. Das muss man einfach mal klarstellen. Mich würde noch interessieren, ich fahre sehr viel Auto, ich fahre im ganzen Bundesgebiet so herum und ich komme häufig an Windkraftanlagen vorbei, wo sich nichts dreht. Dann habe ich mich immer gefragt, ich stelle mir das vor, das muss unglaublich teuer sein, das muss ja auch irgendwie wirtschaftlich sinnvoll sein. Wenn die Dinge stehen, kann ich mir vorstellen, es ist nicht so gut. Also ich höre das Argument von Windkraftgegnern oder auch von Leuten, die jetzt dem Neutralen entgegenstehen, relativ häufig. Ich glaube, auch wenn man mich da jetzt wahrscheinlich nicht für beklatschen wird, ich glaube, das ist zum Großen ein Wahrnehmungsproblem. Wenn Sie Windkraftanlagen, wenn Sie mal die Verbrauchs- oder die Produktionszahlen anschauen von Windkraftanlagen, dann laufen die meiste Zeit des Jahres nicht auf Volllast, aber sie laufen. Typische Windkraftanlagen haben 60 an sehr guten Standorten bis 80% der Jahreszeit
irgendeine Produktion. Das heißt, sie stehen umgedreht, nur 20 bis, sagen wir mal, maximal 40% der Jahreszeit stehen sie still. Sie stehen manchmal auch still, wenn gerade eine Wartung oder eine Störung ist, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ganz grob über den dicken Daumen, 2/3 der Zeit laufen die. So, wenn man jetzt an Windkraftanlagen vorbeifährt und sie laufen, dann nimmt man wahr, ja, die laufen, alles in Ordnung. Da kann man 10-mal dran vorbeifahren, alles ist in Ordnung, die laufen ja. Und wenn man ein einziges Mal oder 2-mal hintereinander dran vorbeifährt, ist gerade eine Flaute und dann stehen die, dann denkt man, Menschenskind, wieso stehen die ganzen Anlagen ständig still? Also die Fakten sind die, die laufen eigentlich den größten Teil, also mehr, deutlich mehr als die Hälfte der Zeit laufen sie, aber natürlich gibt es auch Zeiten, in denen sie eben nicht laufen. Aber das ist bei Windkraftanlagen so. Jetzt nochmal zurück zur Solarenergie. Im Vergleich zur Solarenergie produzieren Windkraft natürlich über einen viel, viel größeren Zeitraum des Jahres Strom. Und sie produzieren vor allen Dingen, wie der Herr Alt auch vorhin schon mal im Vortrag gesagt hat, zu Zeiten Strom, in denen die Sonne eben nicht scheint. Das ist zum einen im Winter, weil da die Produktion größer ist und vor allen Dingen dann auch in den Zeiten, in denen Nacht ist oder in der Dämmerung. Und aus diesem Grund ist gerade dieser Mix so notwendig. Das heißt, die Idee, man könnte mit Geothermie und Solarenergie das alleine machen, ist einerseits wegen diesen Produktionszeiten, aber andererseits auch aufgrund der Potenziale und aufgrund der Kosten eigentlich nicht machbar und nicht wünschenswert. Und deswegen ist die Frage, wie würden Sie denn eine Versorgung ohne Windkraftanlagen sich vorstellen? Also, da gehen zwei Ostfriesen spazieren und sehen Windräder, die sich drehen. Sagt der eine zum anderen, was das wieder Strom kostet heute? Meine Damen und Herren, natürlich, Wind und Sonne sind volatil, das heißt, sie sind nicht immer vorhanden, da haben sie völlig, die können sich gar nicht drehen, weil Wind nicht über Wind weht. Entscheidend ist doch, was kostet es dann? Wenn ich trotzdem Windräder aufstelle, wissend, sie drehen sich vielleicht nur weniger als die Hälfte, also das ist meine Zahl. Ich habe höchstens ein Drittel, Land höchstens ein Drittel der Zahl. Zwei Drittel stehen sie weitgehend still. Ein Kilowattstunde Strom, wenn Sie die Folgekosten mitrechnen bei der alten Energie, und das ist nur realistischer, wenn man das macht, ist weit preisgünstiger, obwohl der Wind nicht immer weht, als Kohle, Atom oder Gas. Also keine Sorge, da wird immer noch gut Geld verdient. Das ist entscheidend am Schluss. Das Problem ist, was Sie angesprochen haben, also ich kenne Gegenden, da haben sie weniger als ein Drittel Wind. Das ist schon richtig. Windräder, das muss man wissen. Die Frage ist aber am Schluss, wie teuer ist dann die Kilowattstunde Strom, so dass es sich gut rechnet, weit günstiger als das, was sie bisher gemacht haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir brauchen natürlich, gerade weil die Sonne auch nicht immer scheint, und Wind auch nicht immer weht, zu erkennen, wenn die hundertprozentige Energiewende anstreben, die brauchen wir, weil alle alte Energie zu Ende geht. Wie wollen Sie in einem Industrieland leben, wo Sie nur mit, das können Sie in Afrika, in Island können Sie nur mit Geothermie. Aber in Deutschland brauchen wir auch, und Sie haben ja gesagt, Sie sind kein grundsätzlicher Windradgegner, aber es muss gescheit geplant werden, da gebe ich Ihnen, also da sind wir einig. Nur wenn Sie sagen, Sie sind kein grundsätzlicher Windradgegner, dann können Sie, dann müssen Sie einige Ihrer Argumente, denke ich, nochmal überdenken. Okay, alles ja gut. Und irgendwie, Herr Kress, ich weiß nicht, warum Sie mich immer in die Ecke schieben, ich sei grundsätzlicher Windkraftgegner. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich hab auch dieses Modell entworfen, dass man große Einheiten bildet, dann kann man sich nämlich die Verspargelung der Landschaft sparen. Wäre ein Beispiel auf dem Augustin. Wäre doch möglich. Kenne niemand, der die Verspargelung der Landschaft nicht? Man argumentiert gegen die Strom, ist gar nicht. Ja, aber sie ist doch großenteils da, da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen. Wie gesagt, wir haben es vor der Haustür in Rheinhessen. Jeder, der sich mal kundig machen will, wie sowas aussieht, der fährt darüber fertig raus. Lassen Sie uns in Wiesbaden auf der Gemeindefläche, die ist nicht sonderlich groß, lassen Sie uns genau Ihren Vorschlag machen, alles bündeln auf einem Fleck, da oben auf dem Taunuskamm, das ist der beste Standort. Sie machen sich lustig über einen Großteil dieser Bevölkerung, der auch meiner Meinung ist. Mich interessieren, von wem
den Großteil der Bevölkerung. Jetzt ist ja Anfang des Jahres soweit, dass man sich dafür oder dagegen entscheiden muss. Was passiert eigentlich, wenn man unentschlossen bleibt und einfach nicht unterschreibt? Wem kommt es zugute? Warte, das ist ja üblicherweise so, wenn man sich enthält, wenn man sagt, ich bin immer noch unentschlossen, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn ich weder dafür noch dagegen stimme, wem kommt das zugute? Was hat das zur Folge? Erstmal überhaupt keiner. Also es läuft sogar noch, glaube ich, ein Bürgerbegehren, da werden halt Unterschriften gesammelt in Wiesbaden seit Wochen, für einen Bürgerentscheid. Es sind meines Wissens über 6.000 Unterschriften gesammelt worden, das würde reichen, um einen Bürgerentscheid anzustreben. Ist aber noch lange nicht gesagt, ob es den geben wird. Da gibt es bestimmt jede Menge rechtliche Hinderungsgründe. Aber gehen wir mal von der realistischen Situation aus. Von der Stadtverwaltung aus, von SW aus, sind diese 10 Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm gewünscht. Und ich gehe mal davon aus, so wie das in den letzten 2 Jahren behandelt wurde, wird es auch durchgedrückt. Ich glaube nicht, dass ein Bürgerentscheid zustande kommen wird, obwohl ich würde mich freuen, wenn er käme, denn dann wäre auch unser Wohlbürgermeister Herr Gehrig im Wort, der immer gesagt hat, ich richte mich nach dem Votum der Bürger. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es zum Bürgerentscheid käme, dass dann gegen die Windräder gestimmt würde. Aber realistischerweise gehe ich davon aus, dass sie gebaut werden. Ich wäre mit Ihnen für einen Bürgerentscheid. Ich würde den vehement unterstützen. Bedingung für einen Bürgerentscheid wäre aber für mich, dass auch entsprechend aufgeklärt und informiert wird. Das wäre dann mal, ich weiß nicht, waren Sie bei der Veranstaltung von Wiesbadener Kurier und Tagblatt am Mittwoch? Ja, klar. Da haben Sie mal gesehen, wie Herr Möller ins Schleudern gekommen ist, weil er nämlich viel Unsinn erzählt. Und der Staat von der Bürgerinitiative, der hat ihn ein ums andere Mal entkräftet. Also, wenn Sie das nicht mitgekriegt haben und Sie, dann müssen Sie irgendwas auch nur machen. Möchte ich noch eine ganz kurze Sache sagen. Ich könnte da jetzt sehr viel dazu sagen, die sparen mir das. Diese Veranstaltung ist noch im Internet nachzuschauen, das heißt, jeder kann sich davon überzeugen, was der Herr Höhler dort gesagt hat. Und ich fand das sehr klug und sehr überzeugend. Und die Argumente von dem Herrn Storck, mit Verlaub, die sind so ein Unsinn. Da kann man eigentlich gar nicht mehr drüber diskutieren. Die Argumente sind ausgetauscht. Ich kriege ein Zeichen, dass wir zu Ende kommen sollen. Ich kann als Außenstehende, ich kenne die Geografie hier gar nicht. Das müsst ihr hier entscheiden. Das kann das. Das wäre auch eine Anmaßung, wenn ich hierher komme und sage, was ihr hier macht, das müsst ihr wirklich, überall sollen das die regionalen, dort wohnenden Menschen entscheiden. Also ich wäre ja kein Demokrat, wenn ich da was dagegen hätte und würde euch da Vorschriften machen. Nein, das müsst ihr, ich kann nur sagen, gute Idee, macht Bürgerentscheid und wählt dann schön. Bitteschön. Und denkt an eure Kinder. Ja, andere, eure Sicherheit. Also nach uns die Sintflut, das ist keine Position, das ist ethisch nicht aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind wir uns auch einig. Gut. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich finde, eigentlich wird es jetzt gerade auch besonders interessant. Ich würde es ja am liebsten fortführen, aber wenn Sie alle mal auf Ihre Uhr gucken, dann ist leider die Zeit so weit fortgeschritten. Und wir haben ja noch ein Element, was uns ganz wichtig ist. Sie könnten uns einen Gefallen tun, damit, dass Sie gleich noch ein kurzes Statement von Ihrem Eindruck, von Ihrer Meinung, ich sehe da auch Wortmeldungen, wir haben ein Bürgersofa, was genau diese Meinungen, Eindrücke gerne in kurzer Form, 2-3 Sätze aufnehmen möchte. Also wenn Sie uns danken möchten für diese Veranstaltung, dann machen Sie ein kurzes Statement und wir würden das gerne auch aufnehmen und dadurch Bürgermeinungen sammeln. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Ich möchte auch nochmal einen Applaus an die Runde bitten hier. Das war bestimmt keine einfache Runde.
Applaus.